Meine sehr verehrten Damen und Herren, grüß Gott, herzlich willkommen in St. Pölten. Den heutigen Vortragenden, Herrn Magister Kotzbauer, glaube ich, brauche ich Ihnen wirklich nicht vorstellen. Wenn wir einen Vortrag von Ihnen ausschreiben, sind die Säle gefüllt, so wie heute wieder, mit 130 Teilnehmern, obwohl wir heuer schon zwei oder drei Vorträge von Magister Kotzbauer gehabt haben. Das war das alte Hasenseminar, Sie werden sich vielleicht erinnern, und das Rechtsupdate für die Mitarbeiter. Und trotzdem ist wieder unser Julius Rapsal ja angefüllt. Bedanken möchte ich mich auch wieder bei unserem Sponsor, der Ersten Bank. Gibt es einen Vertreter? Ich habe, glaube ich, heute noch keinen gesehen. Aber auf jeden Fall Dankeschön. Und wir laden wie üblich auch wieder anschließend zu unseren Buffet ein. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen spannenden Vortrag mit Magister Kotzbauer. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Interesse, was die nächsten drei Stunden anbelangt. Ich habe versucht, die für Sie wichtigsten Themen zusammenzutragen. Was hat sich so im letzten Jahr getan in der Rechtsprechung? Welche Themen beschäftigen uns? Was kommt von der Politik? Was kommt da vielleicht im Hintergrund auch auf der Ebene des Verfassungsrechts und Ähnliches mehr. Wir werden geblockt nach Mietrecht, Wohnungseigentum und Maklerrecht einige Aspekte behandeln. Wenn es von Ihrer Seite her Fragen geben sollte, stehe ich natürlich sehr gern auch für eine allfällige Diskussion zur Verfügung. Dieses Rechtsupdate soll halt so im Wesentlichen den zeitlichen Horizont eines Jahres ungefähr umspannen, also wir werden jetzt das behandeln, was sich so im Laufe des Jahres 2016 oder zu Beginn des heurigen Jahres abgespielt hat. Wir werden uns da vor allem mit der Rechtsprechung auseinandersetzen. Da und dort möchte ich Ihnen auch den einen oder anderen politischen Hintergrund aufblenden. Beginnen wir mit mietrechtlichen Fragestellungen. Aha. Mein Bart, es wäre ja so üppig. Ja. Geht es jetzt besser? Okay, gut. Wir werden also mit mietrechtlichen Fragestellungen beginnen und ja, werden also dann auch zu den anderen Themenbereichen gelangen. Mietrecht ist eine Materie, die natürlich auch politisch von entsprechender Bedeutung ist, auch entsprechend konfliktreich ist. Sie wissen, die Bundesregierung ist ja letztlich in dieser Legislaturperiode angetreten mit der Zielsetzung, auch ein neues Mietrecht zu schaffen, das Mietrecht doch sehr radikal zu reformieren. Man weiß ja aus der Praxis, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, dass wir doch mit einem sehr, sehr zersplitterten Mietrecht zu tun haben, unterschiedlichste Rechtsgrundlagen, unterschiedlichste Anwendungsbereiche des Mietrechtsgesetzes, dann auch noch einige konsumentenschutzrechtliche Themen, die da mit reinspielen, und die Zielsetzung seitens der Politik wurde zumindest einmal im Regierungsprogramm definiert. Wir wollen das Mietrecht vereinheitlichen, wir wollen es harmonisieren, es soll transparenter werden, es soll gerechter werden, es soll leistbare Mieten gewährleisten und vieles andere mehr. Also sehr viel an Versprechen wurde da ausgesprochen. Die Erfahrung lehrt, je höher das Ziel ist, dass man sich steckt, umso eher ist man dann auch in der Lage, an der Erreichung dieses Ziels zu scheitern. Und das scheint jetzt in den letzten Jahren durchaus so der Fall zu sein. Man hat zwar verhandelt, man hat immer wieder einen neuen Anlauf gestartet, ein neues Mietrecht zu präsentieren, nur man ist halt nicht so recht vom Fleck gekommen. Trauriger Höhepunkt dieser Entwicklung war dann im letzten Sommer, als man für August dann schon eine Pressekonferenz anberaumt hatte, wo es geheißen hat, okay, da werden wir also das neue Mietrecht vor den Vorhang hieven. Und einen Tag vor dieser Pressekonferenz wurde dieser Termin dann wieder abberaumt. Das hat mich an schlecht vorbereitete Studenten erinnert, die, ist es immer noch der Bart, okay. Es zischt so sehr, gell? Ich kann auch das Handmikro nehmen, wenn es besser ist. Nein, Martin hat die sehr gut. So. Probieren wir es nochmal. Jetzt? Okay, gut. Sie kommen wieder, wenn es nicht funktionieren sollte. Also,
Einen Tag vor diesem Termin wurde dann letztendlich doch wieder einbekannt. Wir haben es nicht zu Wege gebracht. Es hat dann vor 3 Monaten ungefähr noch ein Regierungsprogramm, eine Regierungserklärung für die restliche Legislaturperiode gegeben, wo vom Mietrecht oder vom Wohnrecht überhaupt keine Rede mehr war. Das heißt, dieser Reformprozess steht jetzt auch zurzeit nicht mehr auf der politischen Agenda. Wir werden uns also darauf einstellen müssen, dass das Mietrecht, mit dem wir uns aktuell auseinanderzusetzen haben, uns schon noch ein Zeitl weiter begleiten wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass, wie gesagt, bis zu den nächsten Wahlen, wann immer sie stattfinden werden, im Bereich des Mietrechts auf legistischer Ebene irgendetwas Bahnbrechendes passieren wird. Vielleicht ganz kurz noch ein Wort zu diesem Versprechen, das Mietrecht zu harmonisieren, einfacher zu gestalten. Das, was in der Legislaturperiode passiert ist, war eher das Gegenteil. Es ist mit jeder Änderung des Gesetzes noch ein Stückchen komplizierter geworden. Sie erinnern sich an die Wohnrechtsnovelle 2015, in deren Rahmen man die Erhaltungspflichten des Vermieters im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes ausgedehnt hat, über die ernsten Hausschäden und die erheblichen Gesundheitsgefährdungen in den Mietgegenständen hinaus, auch in Richtung mietvermieteter Wärmebereitungsgeräte, also mietvermietete Heizthermen, Warmwasserboiler und sonstige Wärmebereitungsgeräte sind damit gemeint. Diese Ausweitung der Erhaltungspflichten hat nicht nur in der Vollanwendung des MRG stattgefunden, sondern auch in einem Teilbereich des Teilanwendungsbereichs, nämlich für Wohnungen. Das heißt, es ist dort wieder ein bisschen komplizierter geworden, wenn man jetzt im Teilanwendungsbereich hinsichtlich der Haltungspflichten eben auch mittlerweile zwischen Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten unterscheiden muss. Es kam dann mit 1. Jänner 2016 zu einer Veränderung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. Das interessiert uns jetzt primär nicht, aber die Erwähnung ist es schon wert, dass mit dieser Novelle des WGG auch etwas aufgegeben wurde, was bis dahin wenigstens einheitlich zu handhaben war, nämlich die Frage der Erhaltung in der Vollanwendung des MRG einerseits und im Anwendungsbereich des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes andererseits. Das ist seit 1. Jänner 2016 auch Geschichte, weil man im Bereich der Gemeinnützigkeit die Erhaltungspflichten der Bauvereinigung abermals ausgedehnt hat. Da gibt es mittlerweile für Wohnungen umfassende Erhaltungspflichten der Bauvereinigungen, die also nicht mehr beschränkt bleiben auf ernste Hausschäden, auf erhebliche Gesundheitsgefährdungen oder eben auch mietvermietete Wärmebereitungsgeräte. Was uns in den letzten Wochen und Monaten auch ganz maßgeblich beschäftigt hat und wahrscheinlich auch noch in Zukunft beschäftigen wird, ist auch eine verfassungsrechtliche Schau der Dinge im Mietrecht. Da geht es also um den hier erst genannten Punkt, den Parteiantrag auf Normenkontrolle. Man hat in Österreich ganz allgemein mit 1. Jänner 2015 ein neues Rechtsschutzinstrumentarium geschaffen, eben diesen Parteiantrag auf Normenkontrolle, kurz genannt auch Gesetzesbeschwerde. Das Neue dabei ist, dass nun Verfahrensparteien, Parteien eines zivilgerichtlichen Verfahrens, die Möglichkeit haben, direkt auch den Verfassungsgerichtshof anzurufen. Diese Möglichkeit gab es davor nicht. Früher konnte man nur im Verfahren selber verfassungsrechtliche Bedenken äußern hinsichtlich jener Normen, die in diesem Verfahren zur Anwendung gekommen sind. Man war aber darauf angewiesen, dass das Gericht diese verfassungsrechtlichen Bedenken teilt und dann selber eine Vorlage beim Verfassungsgerichtshof macht. Mittlerweile ist es anders. Man kann auf der Grundlage der erstinstanzlichen Entscheidung als Kläger oder Beklagter verbunden mit dem Rechtsmittel gegen die erstinstanzliche Entscheidung selber, also ohne Mitwirkung des Gerichts, den Verfassungsgerichtshof anrufen. Von dieser Möglichkeit der Gesetzesbeschwerde waren zunächst mietrechtliche Angelegenheiten ausgenommen und es gab dann 2 Verfassungsgerichtshof-Erkenntnisse. Die Geschäftszahlen und die Daten dieser Entscheidungen sind hier notiert, also einmal 1. Oktober 2015, einmal 25. Februar 2016, mit denen diese mietrechtlichen Ausnahmen ausgehebelt wurden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es seit mittlerweile einem guten Jahr möglich ist, auch in allen mietrechtlichen Fragen als Verfahrenspartei auf der Grundlage der erstinstanzlichen Entscheidung eine derartige Gesetzesbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Und das
diese Möglichkeit im Mietrecht nicht blasse Theorie geblieben ist, sondern dass man von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht hat und auch in Zukunft Gebrauch machen wird, das ist soweit bekannt und ich werde dann gleich auch auf ein sehr, sehr wichtiges Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs in diesem Zusammenhang zu sprechen kommen. Sie haben auf dieser Folie überhaupt zusammengefasst, was sich ansonsten noch logistisch getan hat. Die WGG-Novelle habe ich kurz bereits angesprochen, mit der eben eine weitere Verkomplizierung des Mietrechts eingetreten ist. Wie gesagt, diesen Gleichklang zwischen den Erhaltungspflichten des Vermieters in der Vollanwendung des MRG und im WGG gibt es mittlerweile eben auch nicht mehr. Und als Letztes noch das mittlerweile vergangenheitsbewältigte zweite MILG, das zweite mietrechtliche Inflationslinderungsgesetz vom letzten Jahr, mit dem man im Jahr 2016 die Valorisierung der Richtwerte ausgenommen hat. Man hat also im letzten Jahr gesagt, wir wollen keine Richtwerterhöhung. Offensichtlich wollte sich die Regierung auch den Rücken frei halten für mietenpolitische Verhandlungen. Man wollte das nicht stören lassen durch irgendwelche Teuerungen im Wohnungsbereich. Das heißt, diese Valorisierung der Richtwerte, die seit der Wohnrechtsnovelle 2009 alle 2 Jahre zum 1. April jedes geraden Jahres stattgefunden hat, wurde im Jahr 2016 ausgesetzt. Man hat letztes Jahr gesagt, okay, dann soll es mit 1. April 2017 in diesen 2-Jahres-Rhythmus weitergehen und so ist es dann eben auch gekommen. Da kann ich also dann gleich auf die nächste Folie übergehen. Wir haben also hier die Aufstellung der seit dem 1. April 2017 mietrechtlich wirksamen Richtwerte. In Klammer haben Sie noch die alten Beträge. Also in Niederösterreich gilt seit 1. April der Richtwert von 5,72 Euro gegenüber 5,53 Euro. Und jetzt soll es dann eben wieder alle 2 Jahre zu entsprechenden Anpassungen kommen. Das heißt, diese Valorisierung ist jetzt umgesprungen von den geraden Jahren auf die ungeraden Jahre. Also jedes zweite Jahr am 1. April in der bisherigen Art und Weise entsprechende gesetzliche Valorisierungen. Was ich hier in dem Zusammenhang in Erinnerung rufen möchte, ist, dass vom Gesetz her nur die Richtwerte selber valorisiert und wertgesichert sind. Die Richtwertmietzinse sind es nicht. Es gibt keine gesetzliche Valorisierung der Mietzinse. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass es im Vertrag auch wirklich wirksame Wertsicherungsvereinbarungen gibt, die sinnvollerweise auf § 5 Richtwertgesetz Bezug nehmen. Wenn Sie im Vertrag eine entsprechende Wertsicherungsvereinbarung eingebaut haben, dann können Sie eben zurzeit noch bis Ende dieser Woche die Richtwertmietzinse anpassen mit einer dann Wirksamkeit für den Zinstermin Mai. Wir haben da sehr komplizierte Fristenregelungen im Mietrechtsgesetz einzuhalten. Eine Wertsicherung von vereinbarten Mietzinsen geht sich erst aus ab dem Zeitpunkt, wo eben diese neuen Richtwerte mietrechtlich wirksam geworden sind. Das heißt, Sie mussten einmal den 1. April 2017 abwarten, um entsprechende Erhöhungsbegehren an die Mieter zu schicken. Und dann muss berücksichtigt werden, dass das Erhöhungsbegehren auch 14 Tage vor dem Zinstermin, für den die Erhöhung geltend gemacht wird, beim Mieter einlangt. Wir haben seit dem Zahlungsverzugsgesetz 2013 als Zinstermin den 5. des laufenden Monats. Das heißt, wenn wir vom 5. Mai 14 Tage runterrechnen, kommen wir auf den 21. April. Das heißt, bis Ende dieser Woche, bis 21. April müssen die Erhöhungsbegehren bei den Mietern eingelangt sein, damit dann eben für den Zinstermin Mai die erhöhten Mietzinse vorgeschrieben werden können. Sollten Sie zu spät dran sein, sollte sich jetzt bis zum Freitag nicht mehr ausgehen, dann ist es halb so schlimm, dann verzögert sich es halt einen Monat nach hinten. Fatal wäre ein zu früh abgeschicktes Erhöhungsbegehren. Also wer schon vor dem 1. April vorschnell gewissermaßen die Erhöhungsbegehren rausgeschickt hat, der muss sich darauf einstellen, dass diese Erhöhungsbegehren keine rechtliche Wirksamkeit entfalten. Der Mieter, der es also schlicht und einfach ignorieren kann und durchaus rechtmäßig den bisherigen Mietzins weiter bezahlen kann. Bis dann der Vermieter draufkommt, dass er da was falsch gemacht hat, sind schon einige Monate vergangen und verloren. Was
auch nicht so viel machen würde, wenn das jetzt bei einem Mietverhältnis passiert, nur wenn das großflächig bei Hunderten, bei Tausenden Mietverhältnissen falsch vorgeschrieben wird, dann können sich daraus natürlich auch recht unangenehme Haftungen ergeben. Also das ist jetzt abseits dieser neuen Richtwerte einmal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass irgendein Mietzins, der in einem Mietvertrag vereinbart wird, einer gesetzlichen Valorisierung unterliegt. Sie brauchen jedenfalls, nicht nur beim Richtwertmietzins, auch beim angemessenen Mietzins oder beim freien Mietzins, eine vertragliche Wertsicherungsvereinbarung. Und sofern Sie in der Vollanwendung des MRG sind, dann eben, wie gesagt, aufpassen. Es gibt immer einen Termin der mietrechtlichen Wirksamkeit, der abgewartet werden muss, um dann für den Folgemonat entsprechende Vorschreibungen an die Mieter schicken zu können. Zurück zum Verfassungsrecht. Ich habe Ihnen also gesagt, es gibt seit kurzem die Möglichkeit, auch in mietrechtlichen Angelegenheiten eine Gesetzesbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Es geht also immer um die Behauptung einer Verfahrenspartei, ich führe da gerade ein Verfahren, wo gesetzliche Bestimmungen zur Anwendung kommen, die aus meiner Sicht verfassungsrechtlich bedenklich sind, ja, die halt gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen oder gegen das Recht auf Eigentum, Bestimmungen, die vielleicht auch in die Erwerbsfreiheit eingreifen und ähnliches mehr. Und es hat im Mietrecht bereits einen ersten großen Schwung von entsprechenden Gesetzesbeschwerden gegeben, die der Verfassungsgerichtshof dann auch entsprechend geordnet und in ein großes Verfahren zusammengefasst hat. Ich möchte also hier auf jenes Erkenntnis zu sprechen kommen, das im letzten Herbst ergangen ist, indem es zu drei sehr wichtigen mietrechtlichen Fragestellungen dann eben auch Auseinandersetzungen gegeben hat. Es geht einerseits einmal im Richtwertsystem um diese völlig unterschiedliche Einpreisung der Richtwerte der Bundesländer. Ich kann also zwei Folien zurückgehen. Wir wissen es ja, dass es bei den Richtwerten der Bundesländer ein sehr auffälliges West-Ost- und Südost-Gefälle gibt. Die drei am niedrigsten bewerteten Bundesländer sind genau in der Reihenfolge Burgenland, Wien und Niederösterreich. Dann kommt gleich Oberösterreich, das heißt, je weiter wir in den Westen oder Süden rücken, umso höher sind die Richtwerte. Und das wird halt mit den tatsächlichen Marktgegebenheiten, um es einmal sehr vorsichtig zu sagen, nicht wirklich in Einklang zu bringen sein. Schauen Sie sich es einmal an, Niederösterreich 5,72 Euro, Wien 5,58 Euro und das beispielsweise im Vergleich mit der Steiermark 7,70 Euro. Ja, das heißt, in der Steiermark gibt es einen Richtwert, der schon über 2 Euro höher ist als jener für Wien und Niederösterreich, wobei die durchschnittliche Marktmiete in der Steiermark 3 Euro niedriger ist als die in Wien. Ja, da tut sich also, wenn man es mit Wien vergleicht, schon eine Kluft von 5 Euro auf, die sich so nicht erklären lässt. Und dass das natürlich ein Thema für verfassungsrechtliche Auseinandersetzung ist, scheint auf der Hand zu liegen. Der Antrag wurde natürlich aus Wiener Sicht gestellt, mit eben genau dieser Behauptung, warum starten wir bei der Einpreisung des Richtwertmietzinses auf einem völlig niedrigen Niveau oder einem viel niedrigeren Niveau, als es in anderen Bundesländern der Fall ist. Zu dieser Beschwerde hat es allerdings noch keine inhaltliche Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs gegeben. Der Verfassungsgerichtshof hat aus formalen Gründen die entsprechenden Anträge, was diese Richtwerte der Bundesländer betrifft, zurückgewiesen. Die Anträge waren ihm zu eng gestellt. Er hat gesagt, so wie die Anträge gestellt wurden, kann man sie nicht behandeln. Man hätte also jetzt nicht nur die Richtwerte nach § 5 Absatz 1 Richtwertgesetz bekämpfen müssen, man hätte also auch die Valorisierungsregel des § 5 Absatz 2 Richtwertgesetz bekämpfen müssen, dazu auch alle Richtwertverordnungen etc. etc. Details erspare ich Ihnen. Fakt ist, dass eine Entscheidung zu dieser Frage, eine inhaltliche Entscheidung zu dieser Frage noch aussteht. Es wird eine Zeit lang dauern, bis dann halt formell richtig gestellte Anträge beim Verfassungsgerichtshof einlangen werden, die dann dem Verfassungsgerichtshof die Möglichkeit geben, dazu eben auch eine inhaltliche Entscheidung zu treffen. Allerdings ist nicht erwartbar, dass der Verfassungsgerichtshof da irgendetwas aufheben wird, also irgendwelche Zweifel an der Verfassungskonformität dieser Richtwerte der Bundesländer teilen wird. Warum ich zu dieser Einschätzung komme,
das kann ich dann schon anhand des zweiten Beispiels erklären, wo nämlich sehr wohl auch eine Beschwerde inhaltlich abgewiesen wurde. Da geht es um das Gründerzeitviertel-Thema. Da geht es also um die Tatsache, dass in sogenannten Gründerzeitvierteln ja keinesfalls ein Lagezuschlag zum Richtwert gerechtfertigt ist. Da muss man so kurz einmal erklären, worum es bei diesem Lagezuschlag ja grundsätzlich geht. Sie wissen, wenn eine Altbauwohnung vermietet wird zum Richtwert Mietzins, dann wird ein Vergleich mit der sogenannten mietrechtlichen Normwohnung angestellt. Die mietrechtliche Normwohnung als fiktive Vergleichswohnung, die ist mit dem Richtwert des betreffenden Bundeslands gleichgesetzt. Und wenn wir eine Wohnung vermieten, dann vergleichen wir diese Wohnung mit dieser mietrechtlichen Normwohnung. Und wenn sie qualitativ besser ist als die mietrechtliche Normwohnung, dann sind eben diverse Zuschläge zum Richtwert gerechtfertigt. Und wenn sie qualitativ schlechter ist, dann gibt es eben auch entsprechende Abschläge. Die mietrechtliche Normwohnung ist eine Wohnung im Wesentlichen der Ausstattungskategorie A. Und dann weist sie auch noch zwei wohnungsunabhängige Kriterien auf. Sie liegt in einem Haus mit einem ordnungsgemäßen Erhaltungszustand und sie ist in einer durchschnittlichen Lage, einer durchschnittlichen Wohnumgebung. Das bedeutet, wenn Sie eine Altbauwohnung vermieten, die in einer besseren als durchschnittlichen Wohnumgebung liegt, dann ist grundsätzlich mal ein Lagezuschlag gerechtfertigt. Das Gesetz sagt einmal sehr abstrakt, dass die Frage des Lagezuschlags grundsätzlich mal nach der Verkehrserfassung und Erfahrung des täglichen Lebens zu beantworten ist. Gut, das werden wir hinkriegen mit einem Sachverständigengutachten. Der kann uns dann halt entsprechende Grundkosten ausweisen, runtergebrochen auf den Quadratmeter Nutzfläche. Und diese Grundkosten laut Sachverständigengutachten, die könnte man jetzt mit den durchschnittlichen Grundkosten jedes Bundeslandes vergleichen. Diese durchschnittlichen Grundkostenanteile, die ergeben sich auch aus den Richtwerten. Da gibt es eine Formel, mit denen man das ausrechnen kann. Also in Wien hätten wir jetzt beispielsweise einen durchschnittlichen Grundkostenanteil von knapp 290 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche. Und das Bemerkenswerte ist, dass man so ganz generell diesen Unterschied der Grundkosten zur Grundlage für einen Lagezuschlag machen könnte. Maximal 0,33% dieser Differenz können dann als Lagezuschlag dem Richtwert zugeschlagen werden. Da gibt es aber dann ein kategorisches Verbot, einen kategorischen Ausschluss. Das sind eben diese sogenannten Gründerzeitviertel. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass sich eben im Gründerzeitviertel ein Lagezuschlag auch dann verbietet, wenn er sich an sich aufgrund eines Sachverständigengutachtens rechnerisch ausginge. Wenn es sich rechnerisch nicht ausginge, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Dann ist die Lage halt nicht besser als durchschnittlich. Aber wenn wir hohe Grundkosten haben, dann bleibt hier die Möglichkeit eines Lagezuschlags verwehrt, was dann zu durchaus kuriosen Ergebnissen in Einzelfällen führt. Ich kann Ihnen das dann anhand eines Beispiels auch kurz präsentieren und aufzeigen. Der Verfassungsgerichtshof hat sich eben auch mit dieser Beschwerde auseinandersetzen müssen. Wiener Vermieter sagen, bitte, warum kriege ich im Gründerzeitviertel keinen Lagezuschlag und einen Steinwurf weiter kriege ich dann vielleicht schon sehr hohe Lagezuschläge raus. Und interessant ist, dass der Verfassungsgerichtshof auf den Kern der Sache gar nicht eingegangen ist, sondern einfach gesagt hat, naja, das Mietrecht hat auch sozialpolitischen Zielvorstellungen zu folgen. Es geht halt auch um das Thema leistbaren Mietens im städtischen Ballungszentrum. Und zur Erreichung dieses Zieles müsse man dem Gesetzgeber eben auch einen rechtspolitischen Gestaltungsspielraum einräumen. Ja, das ist eine ganz nette Erklärung, wenn jetzt ein Vermieter zum Verfassungsgerichtshof ginge und den Preisschutz als solchen bekämpfen wollte. Wenn er dann zu hören bekommt, bitte, wir müssen aber hier schon auf leistbares Wohnen achten, dann wäre diese Begründung und diese Argumentation folgerichtig, wenn man sagt, okay, Mietrecht ist eben auch etwas, was in den Bereich der Sozialpolitik reinspielt. Wenn man aber eine sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierung im Rahmen dieses Preisschutzsystems anprangert, dann ist das ein bisschen dünn, wenn man sagt, naja, das passt schon und es gibt einen rechtspolitischen Gestaltungsspielraum. Und dass es hier zu extremen Verwerfungen kommt, das ist amtsbekannt. Ich weiß, dass natürlich jetzt in Niederösterreich und in anderen Bundesländern die
Dokumentation über diese Gründerzeitviertel ja gar nicht vorhanden ist. In Wien gibt es das, aber es gibt in Wien eine Lagezuschlagskarte, wo eben auch solche Gründerzeitviertel ausgewiesen sind. Und die Grenzen zwischen Gründerzeitvierteln und relativ hochpreisigen Wohngebieten verlaufen durch einzelne Gassenzüge. Das führt also in Wien dazu, dass wir auf einer Seite der Gasse ein Gründerzeitviertel haben, wo eben generell kein Lagezuschlag zulässig ist. Auf der anderen Seite der Gasse sind wir schon in einer relativ hochpreisigen Zone mit einem empfohlenen Lagezuschlag von etwas über 3,30 Euro pro Quadratmeter und Monat. Ja, das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Die Mieter gehen aus derselben Gasse in ihre Häuser rein, schauen eine Minute später durch die Fenster auf dieselbe Gasse wieder runter und denen links der Gasse sagt man, ihr seid Gründerzeitviertel und durchschnittlich, und den anderen sagt man, ihr seid in einer sehr, sehr tollen Wohnumgebung mit einem Lagezuschlag von 3,30 Euro, das ist mehr als die Hälfte des Richtwerts, notabene. Wenn man das in einem 1500 Quadratmeter großen Haus hochrechnet auf die 10-jährige Mietzinsreserve, ergibt sich ein Unterschied von ziemlich genau 600.000 Euro. Ne? Also 600.000 Euro, die die Vermieter auf der einen Seite der Gasse haben, die sie dann ins Haus investieren können. Da geht es ja dann eine thermisch-energetische Sanierung aus, ein Lifteinbau etc. etc. Die Häuser werden immer besser und man kann das also noch besser vermieten. Und auf der anderen Seite gibt es das alles nicht. Für den Verfassungsgerichtshof ist das, wie gesagt, aber grundsätzlich mal in Ordnung. Zumindest erblickt er hier keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Ziemlich gleichzeitig bejammert die Öffentlichkeit, und da hat es auch in der letzten Zeit einige mediale Berichte dazu gegeben, das Sterben der Gründerzeithäuser. Ja, es gibt in Wien 15.000 Gründerzeithäuser und jährlich werden es 100 bis 200 weniger. Ja. Da jammern dann alle und sagen, naja, also dieser Althausbestand, der sorgt ja auch für entsprechende Lebensqualität in Wien. Das macht es also unter anderem auch aus, warum das Leben in dieser Stadt so lebenswert ist. Und daher ist es mehr als bedenklich, wenn diese Gründerzeithäuser nach und nach verschwinden und durch Neubauten ersetzt werden. Dass es da aber einen handfesten rechtlichen Hintergrund gibt, das sagt niemand dazu. Vielleicht noch ein letztes zur Problematik oder ich würde fast schon sagen zur Perversion dieser gesamten Geschichte. Gibt es irgendeine Möglichkeit, aus einem Gründerzeitviertel rauszukommen? Also jetzt nicht örtlich, ich bleibe mit dem Haus in der Gegend, aber kann man irgendwann und irgendwie mal die Vermutung, dass wir in einem Gründerzeitviertel sind, durchbrechen? Wir werden uns die Frage stellen müssen, was ist ein Gründerzeitviertel überhaupt? Das bin ich ja noch schuldig geblieben. Gründerzeitviertel ist definiert im Gesetz als ein Wohngebiet mit einem überwiegenden Gebäudebestand, der in der Zeit 1870 bis 1917 errichtet wurde und zum Zeitpunkt seiner Errichtung überwiegend mangelhaft ausgestattete Wohnungen, also Substandardwohnungen, aufgewiesen hat. Zeigt also schon das Problem dieser gesetzlichen Betrachtung, dass er hier auf rein historische Gegebenheiten Bezug genommen wird. Nur weil etwas vor 100 Jahren schlecht war, ist die Anmutung, dass es heute auch noch schlecht ist. So als hätte es Sanierungen des Althausbestandes, als hätte es Revitalisierungen ganzer Stadtviertel niemals gegeben, darfst du heute im Jahr 2017 keinen Lagezuschlag verrechnen, weil es halt im Jahr 1917 dort noch ganz anders und grundsätzlich einmal sehr unterdurchschnittlich ausgesehen hat. Noch einmal die Frage, komme ich irgendwie aus dem Gründerzeitviertel raus? Was müsste dort passieren? Naja, man müsste mit einem Gutachten nachweisen, dass wir gar nicht mehr in einem Gründerzeitviertel drinnen sind. Aber diesen Nachweis wird man nur dann erbringen können, wenn halt in der Zwischenzeit sich auch am Gebäudebestand etwas geändert hat, indem man nämlich einige Häuser weggerissen hat und durch Neubauten ersetzt hat. Also irgendwann kann es ja kippen. Ja? Also irgendwann einmal stammt dann die Mehrzahl der Häuser eben nicht mehr aus der Zeit 1870 bis 1917. Das heißt, in Wahrheit ist das Sterben der Gründerzeithäuser die einzige Möglichkeit, um einfach aus dieser Stigmatisierung des Gründerzeitviertels rauszukommen. Also, wie gesagt, nur so ein bisschen was aus der Küche des Verfassungsgerichtshofs. Wenn man also diese Erklärung auch kennt, ja, wenn man also selbst diese aus meiner Sicht wirklich sehr eindeutige Ungleichbehandlung der Vermieter
rechtfertigt unter Hinweis darauf, dass es eben einen rechtspolitischen Gestaltungsspielraum für den Gesetzgeber geben müsse, dann habe ich persönlich auch gar keine große Hoffnung mehr, was die Beschwerde, die unterschiedliche Einpreisung der Richtwerte der Bundesländer betreffend anbelangt. Ja, denn dort wird er genauso sagen, naja, wir brauchen halt leistbares Wohnen und gerade in Wien explodieren die Mieten und daher ist es gerade dort eben adäquat, die Richtwerte entsprechend niedrig zu halten. Ein drittes Beschwerdethema hat es dann auch noch gegeben, das betrifft jetzt nicht nur den Richtwert Mietzins, sondern den gesamten Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes, nämlich den völlig einheitlichen Befristungsabschlag im Ausmaß von 25%, der in § 16 Absatz 7 MRG geregelt ist. Wenn in der Vollanwendung befristet vermietet wird, dann ist eben von dem an sich zulässigen Mietzins ein Abschlag von 25% zu berechnen. Das heißt, der zulässige Mietzins reduziert sich um diese 25%. Und dass dieser Befristungsabschlag völlig einheitlich ist, war eben in diesem Verfahren ein weiteres Beschwerdethema. Die Vermieter haben kritisiert, dass eben bei einer sehr langen Befristung der Befristungsabschlag genauso hoch ist wie bei einem 3-Jahres-Vertrag. Also es ist völlig egal, ob sie auf 3, 5 oder 10 Jahre befristet abschließen. Der Befristungsabschlag beträgt immer 25%. Und die Vermieter haben im Verfahren behauptet, dass es bei diesem Befristungsabschlag grundsätzlich mal darum ginge, den Mietern einen finanziellen Ausgleich dafür zu schaffen, dass sie halt von Zeit zu Zeit auch die Wohnung wechseln müssen aufgrund der Befristung. Und wenn dem so ist, dann wäre es aber adäquat, bei längeren Befristungen den Befristungsabschlag auch ein bisschen niedriger zu halten. Denn wenn du dann 10-Jahres-Vertrag hast, dann musst du halt erst nach 10 Jahren die Wohnung wechseln und nicht schon nach 3 oder 5 Jahren. Also die implizite Forderung der Vermieter in diesem Verfahren war, schaffen wir doch einen degressiv gestaffelten Befristungsabschlag, der also je länger die Befristung ist, vereinbarte Befristung ist, umso niedriger ausfällt. Das ist auch etwas, was wir mal im Normenbestand hatten, das liegt lange zurück, aber von 1997 bis 2000 hatten wir diese degressive Staffelung. Damals hat es geheißen, Befristung bis zu 4 Jahren minus 30%, bis zu 7 Jahren minus 20% und bei über 7 Jahren minus 10%. Der Verfassungsgerichtshof hat auch diese Beschwerde abgewiesen, diesmal, wie ich meine, aus durchaus überzeugenden Gründen. Er stützt sich hier auch gar nicht auf seine eigene Meinung und Anschauung, sondern auf die Gesetzesmaterialien der Wohnrechtsnovelle 2000, die eben diesen Befristungsabschlag von 25% geschaffen hat. Der Verfassungsgerichtshof sagt, es geht nicht darum, mit diesem Befristungsabschlag einen finanziellen Ausgleich für allfällige Mehrbelastungen der Mieter zu schaffen. Es geht beim Befristungsabschlag schlicht und einfach darum, eine Motivation auszusprechen, unbefristete Vertragsverhältnisse einzugehen. Na, ist schon klar, ne? Die Befristung ist halt für den Mieter nicht so fein, es wird ihm der Kündigungsschutz letztlich vorenthalten, weil es ja irgendwo einmal diesen Endtermin gibt, mit dem das Vertragsverhältnis automatisch zu Ende geht. Also, aus Sicht des VfGH geht es hier eben darum, die Vermieter zu motivieren, unbefristete Vertragsverhältnisse einzugehen. Und wenn man das so sieht, dann wäre eine degressive Staffelung des Befristungsabschlags sogar kontraproduktiv, so sagt es der Verfassungsgerichtshof. Denn was würde dann passieren? Dann würde halt nicht der Weg unbefristeter Vertragsverhältnisse eingeschlagen werden, sondern er würde einmal halt tendenziell länger befristen. Aber die Motivation, unbefristet abzuschließen, die wäre dann vollends dahin. Ich räume ein, dass man auch über diese Frage rechtspolitisch diskutieren kann. Für eine verfassungsgerichtliche Auseinandersetzung wird sie wahrscheinlich wirklich nicht tauglich sein. Also wir können zusammenfassen, die erste Beschwerde, was die Richtwerte der Bundesländer betrifft, die wurde zurückgewiesen. Da werden wir eben bald einmal auch mit einer inhaltlichen Entscheidung konfrontiert werden. Die übrigen beiden Entscheidungen wurden letztendlich nach einer inhaltlichen Auseinandersetzung in der Sache abgewiesen. Also sowohl das Lagezuschlagsverbot in Gründerzeitvierteln als auch dieser einheitliche Befristungsabschlag
im Vollanwendungsbereich des MRG haben diese Beschwerden überlebt. Gut, so viel einmal aus aktueller Perspektive, das, was sich auf der Ebene der Logistik ereignet hat, das, was sich eben auch vor dem Verfassungsgerichtshof zugetragen hat. Jetzt kommen wir zum üblichen Prozedere, indem wir uns also obersgerichtliche Entscheidungen zu einzelnen wohnrechtlichen Themen anschauen werden. Wie gesagt, auch hier werden wir so in etwa das, was sich im letzten Jahr zugetragen hat, behandeln. Wir werden die für uns wichtigsten Entscheidungen kurz analysieren und besprechen. Ich werde Ihnen überwiegend Sachverhaltsdetails ersparen. Mir geht es also jetzt wirklich nur mal um den roten Faden, der also hier gewissermaßen vom OGH auch aufgezeigt wurde. Dort, wo es notwendig ist, werden wir uns vielleicht dann auch mit den einzelnen Sachverhalten ein bisschen näher beschäftigen. Ganz wichtiges Thema, jetzt nicht primär für die Verwalterinnen und Verwalter, sondern eher für die Maklerinnen und Makler, ist die Vollausnahme vom Mietrechtsgesetz für sogenannte Ein- und Zwei-Objekthäuser. Für Verwalter wird es weniger Thema sein, weil wir sowas üblicherweise nicht verwalten, aber vermittelt wird natürlich bei derartigen Immobilien einiges. Und jetzt geht es einmal darum, diese Vollausnahme vom Mietrechtsgesetz Ein- und Zwei-Objekthaus eindeutig zu identifizieren. Das ist nicht so einfach. Das Gesetz liest sich einmal relativ klar. Es geht also bei dieser Vollausnahme des § 1 Absatz 2 Ziffer 5 um Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen bzw. Geschäftsräumlichkeiten. Ein bzw. zwei Objekthäuser sind damit gemeint. Allerdings findet sich im Gesetz auch schon der Hinweis, dass nachträglich durch Dachgeschoss geschaffene Objekte nicht mitzählen. Ja, das heißt, wenn Sie in einem Ein- oder Zwei-Objekthaus durch Dachgeschossausbau weitere Einheiten schaffen, dann bleiben die unberücksichtigt. Das heißt, der Eigentümer kann derartige Ausbauten vornehmen, ohne sich die Vollausnahme zu verderben. Auch wenn also dann am Ende des Tages mehr als zwei Objekte in diesem Gebäude untergebracht sind. Hier ist es aber auch wichtig, die Rechtsprechung zu kennen. Dieser Dachgeschossausbau, der mich in der Vollausnahme hält, muss ein reiner Innenausbau sein. Das heißt, sobald Sie irgendeine Ausbautätigkeit vornehmen, wo die ursprüngliche Kubatur des Dachbodens durchbrochen wird, wenn Sie den Dachboden in irgendeiner Form ausweiten oder gar aufstocken, dann können Sie sich auf diese Ausnahmeregelung nicht mehr stützen. Dann würde dieser Ausbau, der über den reinen Innenausbau des Dachbodens hinausgeht, sehr wohl zu einer Vernichtung dieses Vollausnahmetatbestands führen. Zweites Thema, was tun wir, wenn auf einer Liegenschaft mehrere Ein- und Zwei-Objekthäuser stehen? Kommt es aufs Gebäude an oder kommt es auf die Liegenschaft an? Zählen wir alle Objekte auf der Liegenschaft zusammen oder kommt es zu einer gebäudeweisen Betrachtung? Der Gesetzeswortlaut würde ja an sich doch vermuten lassen, dass es ums Gebäude geht, denn es heißt ja Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten. Die Rechtsprechung dreht es aber um. Und die Rechtsprechung sagt, naja, das Gesetz setzt vielfach den Begriff des Gebäudes mit dem Begriff der Liegenschaft, also dem Grundbuchskörper, gleich. Und so tun wir es auch hier bei diesem Vollausnahmetatbestand. Das heißt, bei mehreren Gebäuden auf einer Liegenschaft geht es also grundsätzlich dann nicht mehr ums einzelne Gebäude, sondern um die Frage, wie viele Objekte sich auf der Liegenschaft insgesamt befinden. Das heißt, drei, vier Einfamilienhäuser auf der Liegenschaft würden bereits zum Ergebnis führen, dass wir dort keine Vollausnahme vom MRG haben. Allerdings gibt es wieder eine Ausnahme davon. Ja, das ist also schon noch ein bisschen die Rechtsprechung, die sich da nicht ganz gern vollends in die Karten blicken lässt. Man sagt, dass man auf einer Liegenschaft unter Umständen ja doch wieder zu einer gebäudebezogenen Betrachtung kommen kann, nämlich dann, wenn man feststellt, dass es auf dieser Liegenschaft mehrere wirtschaftliche Einheiten gibt. Das heißt, wenn diese mehreren Gebäude auf der Liegenschaft wirtschaftlich miteinander nichts zu tun haben. Da gibt es also verschiedenste Kriterien, die man dann letztendlich zur Anwendung bringen muss.
Es hängt also davon ab, ob diese Gebäude baulich irgendwie zusammenhängen oder ob sie freistehen, ob es gemeinsame Fähr- und Entsorgungseinrichtungen gibt oder ob das nicht der Fall ist, ob diese Gebäude zum selben Zeitpunkt errichtet wurden oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten, ob sie die gleiche Widmung haben oder unterschiedliche Widmungen. Da gibt es also durchaus einige Stellschräubchen. Die Kernfrage ist, gebietet es der Zustand dieser Gebäude, die Ausstattung dieser Gebäude, diese Gebäude als eine wirtschaftliche Einheit zu betrachten, oder stehen die mehr oder weniger zufällig auf derselben Liegenschaft, sind aber baulich nicht miteinander verbunden, haben auch keine gemeinsamen Fähr- und Entsorgungseinrichtungen. Das sind so die Fragen, die man sich in dem Zusammenhang zu stellen hat. Die Frage der wirtschaftlichen Einheit berührt nicht nur diesen Vollausnahmetatbestand, sondern berührt beispielsweise auch die Verrechnung von Betriebskosten. Es ist auch die Frage, ob man jetzt alle liegenschaftsbezogenen Aufwendungen einheitlich verteilt zwischen allen Mietern dieser Liegenschaft oder ob es nicht auch bei der Betriebskostenverrechnung dazu kommen muss, dass wir von mehreren wirtschaftlichen Einheiten auf ein und derselben Liegenschaft auszugehen haben. Dritter Stolperstein bei der Identifikation dieses Vollausnahmetatbestands ist die Frage, wie behandeln wir Räumlichkeiten, die typischerweise Zubehörqualität haben. Also wir reden jetzt von irgendwelchen Abstellräumen, wir reden von Garagen und Ähnlichem mehr. Schadet uns das oder schadet uns das nicht? Wir haben ein Zweiobjekthaus und dann gibt es noch vielleicht sogar in einem eigenen Gebäude irgendwelche kleineren Lagerräumlichkeiten, Garagenräume, Ähnliches mehr. Die Judikatur sagt, naja, also wenn wir von solchen Räumlichkeiten sprechen, die typischerweise Zubehörqualität haben, dann machen uns die auch nichts, wenn sie auch tatsächlich als Zubehör verwendet werden. Ja, das heißt, wenn mit diesen beiden Objekten im Gebäude diese Abstellräume und Garagen mitvermietet werden, dann sind sie als Vermieter auf der sicheren Seite. Wenn sie das nicht tun und diese überzähligen typischen Zubehörräume als allgemeine Teile der Liegenschaft widmen und den Mietern des Hauses Mitbenutzungsrechte einräumen, dann sind sie auch noch recht sicher unterwegs. Ganz schlecht wäre es, wenn sie diese überzähligen Räume gesondert vermieten würden. Ja, da sagt der OGH logischerweise, damit wäre also diese typische Zubehörqualität durchbrochen. Das scheint auch klar zu sein. Ja, denn wenn sie dann der Richter fragt, wie viele Mieter haben sie auf der Liegenschaft und sie sagen 3 oder 4, dann wird er zu Recht die Frage stellen, warum glaubst du dann, ein oder zwei Objekthaus zu haben, wenn du mehr als 2 Mieter auf dieser Liegenschaft hast. Also diese abgesonderte Vermietung von solchen überzähligen Räumlichkeiten, die wäre durchaus kontraproduktiv. Und dann bleibt noch eine Variante übrig, wenn diese überzähligen Räumlichkeiten zwar nicht gesondert an Dritte vermietet werden, aber der Eigentümer sie selber nutzt. Also nicht den Mietern dieser 2 Objekte, die wir haben, Mitbenutzungsrechte eingeräumt werden, sondern der Eigentümer selber diese Räumlichkeiten verwendet. Hier sagt der OGH, naja, diese Eigennutzung durch den Eigentümer, die könnte schon auch einer Fremdvermietung gleichgehalten werden, was also im Ergebnis wieder dazu führen würde, dass die Vollausnahme aufgehoben wäre. Es muss aber nicht so sein. Also da steht es auch wieder Knopf auf Spitz, aber Sie sehen schon, man wird einigermaßen sensibel an die Sache rangehen. Also noch einmal ganz kurz, der beste Weg ist, diese Räumlichkeiten als Zubehör mitzuvermieten. Der zweitbeste Weg wäre, als allgemeine Teile Mitbenutzungsrechte der Mieter einzuräumen. Und die anderen beiden Varianten sind schon gefährlich oder garantiert schädlich, nämlich abgesondert vermieten an Dritte oder als Eigentümer selber nutzen. Weil der Eigentümer wäre also in dieser Betrachtungsweise dann letztendlich auch ein Dritter, der von den Mietern des Hauses zu unterscheiden wäre. Gut, wir können einen Schritt weitermachen. Wir gehen zur Frage der Erhaltungspflichten. Da gibt es also auch einige Entscheidungen für die Vollanwendung aus der letzten Zeit, die durchaus interessant sind. Hier eine Entscheidung, wo letztendlich die bisherige Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs bestätigt wurde. Ganz kurz zu den Erhaltungspflichten des Vermieters in der Vollanwendung.
Wir wissen, es gibt in der Vollanwendung zwingende Haltungspflichten, die aber insgesamt auch beschränkt sind. Das erklärt die Rechtsprechung schlicht und einfach damit, dass es halt hier in der Vollanwendung, dort wo es den Preisschutz schon wegen dieses Preisschutzes keine umfassenden Haltungspflichten geben kann. Das heißt, beschränkte Haltungspflichten sind gewissermaßen ein Äquivalent für den vorhandenen Preisschutz für die beschränkten Mietzinse. Das muss also in irgendeinem Ausgleichsverhältnis stehen. Und ich habe es heute schon angedeutet, durch die Erwähnung der Wohnrechtsnovelle 2015, im Laufe der Zeit haben sich diese beschränkten Erhaltungspflichten des Vermieters ohnehin ausgedehnt. In der Stammfassung des Mietrechtsgesetzes war nur die Rede von allgemeinen Teilen der Liegenschaft und von ernsten Hausschäden im Inneren der Mietgegenstände. Dann kam mit der Wohnrechtsnovelle 2006 die erste Erweiterung, nämlich über die ernsten Hausschäden im Inneren der Mietgegenstände hinaus, bezüglich der erheblichen Gesundheitsgefährdungen, die von den Mietgegenständen ausgehen, Elektrik, Schimmel und ähnliches mehr. Und mit der Wohnrechtsnovelle 2015 die heute schon erwähnte Ausdehnung im Hinblick auf mitvermietete Heizthermen, Warmwasserboiler und sonstigen Wärmebereitungsgeräte. Und jetzt eine Entscheidung zu den allgemeinen Teilen der Liegenschaft. Was ist allgemeiner Teil der Liegenschaft? Alles, was sich außerhalb der Mietgegenstände befindet, einerseits mal, andererseits aber auch die sogenannte Außenhaut der Mietgegenstände. Also alles, was die Mietgegenstände nach außen hin abschließt, typisches Beispiel die Fenster oder auch die Eingangstür. Bei den Fenstern wissen das die Mieter eher als bei der Eingangstür, dass es sich um allgemeine Teile der Liegenschaft handelt, die also grundsätzlich einmal vom Vermieter zu erhalten sind. Die Rechtsprechung hat sich da schon sehr oft damit auseinandergesetzt und gesagt, okay, wenn es halt das Fenster gibt, dann ist das als allgemeiner Teil der Liegenschaft zu qualifizieren. Wie schaut es beim Kastenfenster im Altbau aus? Wir haben also einen Außenflügel und einen Innenflügel. Wenn wir mit einem derartigen Kastenfenster konfrontiert sind, dann hat uns die bisherige Rechtsprechung gesagt, na, dann wird man halt entsprechend splitten müssen. Das Außenfenster, der Außenflügel ist Außenhaut und daher allgemeiner Teil der Liegenschaft in der Haltungspflicht des Vermieters. Der Innenflügel ist dem Mietgegenstand zugehörig. Sagen Sie bitte nicht im Umkehrschluss, das ist eine Haltungspflicht des Mieters. Haltungspflichten des Mieters gibt es nicht. Also bezüglich der Innenflügel wissen wir aus der bisherigen Rechtsprechung ja nur, dass sich der Vermieter nicht darum kümmern muss. Ja. Der Mieter hat aber auch nicht viel mehr zu veranlassen als die bloße Wartung und Instandhaltung der Reparatur, sicher nicht. Gut, und jetzt wollte sein Mieter ganz genau wissen, er war nicht wirklich von dieser Teilung, die die Rechtsprechung bisher postuliert hat, einverstanden und hat jetzt auch Erhaltungspflichten des Vermieters für die Innenflügel durchzusetzen versucht mit dem Argument, dass Außenflügel und Innenflügel eine bauphysikalische Einheit darstellen. Die Außenflügel dürfen beim Kastenfenster nicht ganz dicht sein, damit die Feuchtigkeit, die sich im Innenraum bildet, auch ablüften kann. Und wenn also die Außenfenster nicht ganz dicht sein dürfen, dann müssen es halt die Innenfenster umso mehr. Und das war jetzt so seine Argumentation. Das ist eine bauphysikalische Einheit. Es ist nicht sinnvoll, hier irgendeine Differenzierung zwischen den Außenflügeln und den Innenflügeln vorzunehmen. Ich verlange daher vom Vermieter, dass er sich auch um diese Innenflügel kümmert. Der Oberste Gerichtshof hat sich relativ genau angeschaut und ist dann zur Entscheidung gekommen, dass die bisherige Rechtsprechung aufrechtzuerhalten ist, dass die Innenflügel keine Erhaltungspflicht des Vermieters auslösen. Er sagt, was allgemeiner Teil der Liegenschaft ist, was zur Außenhaut eines Mietgegenstandes gehört, das orientiert sich an örtlichen und funktionellen Gesichtspunkten. Örtlich ist der Außenflügel was anderes als der Innenflügel, das können wir klar unterscheiden. Und auch funktionell sind sie unterschiedlich zu betrachten, denn der Außenflügel kann intakt sein und der Innenflügel kann defekt sein und vice versa, man kann das auch getrennt voneinander erhalten. Da gibt es also keinen funktionellen Zusammenhang, was die Erhaltungsfrage alleine betrifft. Also man kann das auch nicht mit irgendwelchen Vor- oder Nacharbeiten argumentieren. Man muss, um die Außenfenster zu sanieren, nicht gleichzeitig was bei den Innenflügeln machen und vice versa. Und daher gab es also für den obersten Gerichtshof hier keine Veranlassung, die bisherige Rechtsprechung zu hinterfragen. Es bleibt also bei den Kastenfenstern bei diesem Splitting. Nächste Entscheidung
zu dem Thema allgemeine Teile der Liegenschaft. Es geht um die Hausbrieffachanlagen nach dem Postmarktgesetz. Ein Mieter will Erhaltungspflichten des Vermieters durchsetzen unter Hinweis darauf, dass sein Postkastel hin ist. Da dürfte irgendwas verbogen sein, also zwischen dieser Hausbrieffachtür und der Oberkante seines Brieffachs hat es einen Spalt von 2 Zentimetern gegeben. Mieter sagt, diese Hausbrieffachanlage ist allgemeiner Teil der Liegenschaft, ergo hat sie der Vermieter zu erhalten. Vermieter sagt, nein, das ist dein Brieffach, mit dem habe ich nichts zu schaffen, ich erhalte es dir nicht. Der Oberste Gerichtshof hat wenig überraschend gesagt, bitteschön, die Hausbrieffachanlage als Ganzes ist schon als Gemeinschaftsanlage zu verstehen. Natürlich ist sie dann in einzelne Brieffächer untergliedert, aber das ändert nichts daran, dass die Hausbrieffachanlage in ihrer Gesamtheit als Gemeinschaftsanlage allgemeiner Teil der Liegenschaft ist und daher auch eine entsprechende Erhaltungspflicht des Vermieters auslöst. Die Entscheidung weist uns auch so ein bisschen ein in die historische Entwicklung, was diese Hausbrieffachanlagen betrifft. Da haben wir als Verwalterinnen und Verwalter vielleicht auch noch einige unangenehme Erinnerungen. Begonnen hat es ja vor 20 Jahren mit dem Postgesetz. Es ging ja dann um den Austausch dieser Brieffachanlagen, also die Umrüstung dieser Hausbrieffachanlagen, damit eben auch private Zusteller zustellen können. Wir brauchen jetzt diese Hausbrieffachanlagen mit dem Einwurfschlitz. Und das Postgesetz vor 20 Jahren hat gesagt, bitteschön, diese Umrüstung ist von den Liegenschaftseigentümern vorzunehmen und zu finanzieren. Und pflichtbewusste Verwalterinnen und Verwalter haben das natürlich in Auftrag gegeben und haben also hier auf Hauskosten diesen Austausch der Hausbrieffachanlagen vorgenommen. Und erst sehr spät, fast 10 Jahre danach, hat der Verfassungsgerichtshof genau diese Bestimmung des Postgesetzes aufgehoben und hat gesagt, bitte diese finanzielle Belastung ist den Liegenschaftseigentümern nicht zumutbar. Das ist also eine allzu starke Beschränkung ihrer Eigentumsfreiheit. Warum müssen die Kosten aufwenden, damit also dann private Zusteller auch ihr Geschäft machen können? Und nach der Aufhebung dieser Bestimmung des Postgesetzes ist es dann zum Postmarktgesetz gekommen, das hier ein anderes Regelungskonzept verfolgt hat. Das Postmarktgesetz hat gesagt, gut, wir werden die Eigentümer der Liegenschaften nicht verpflichten können, den Austausch dieser Hausbrieffachanlagen vorzunehmen. Wir verpflichten die Eigentümer nur mehr dazu, es zuzulassen, also auch entsprechenden Raum zur Verfügung zu stellen. Aber die Umrüstverpflichtung, die sprechen wir nun gegenüber dem Universaldienstbetreiber, also der Post, aus. Also die unangenehme Erinnerung ist jene, dass dann viele Verwalter sich den Eigentümern gegenüber zu rechtfertigen hatten dafür, dass sie ja Geld ausgegeben haben für etwas, was dann im Nachhinein als nicht rechtens erklärt wurde, so als hätten wir das ahnen können. Ja, also da waren wir dann schon einigermaßen argumentativ im Hintertreffen. Und ich kann mich also an weitere gesetzliche Neuerungen erinnern, Energieausweis und ähnliches mehr, wo man dann eingedenk dieser Erfahrung dann sehr oft gefragt hat, na kommt das jetzt wirklich und müssen wir das wirklich machen? Weil was ist, wenn der Verfassungsgerichtshof dann wieder was aufhebt und wir uns den Eigentümern gegenüber wieder entsprechend zu rechtfertigen haben. Sei es wie sei, Postmarktgesetz verpflichtet den Universaldienstbetreiber, aber nachdem der umgerüstet hat, gehen diese Hausbrieffachanlagen ins Eigentum der Liegenschaftseigentümer über und damit stellt sich erst diese Erhaltungsfrage. Es ist also die Erhaltung der umgerüsteten Hausbrieffachanlagen sehr wohl Haussache und daher einen Schritt weitergehende Frage, muss es der Vermieter oder müssen es die Mieter erhalten? Und die Antwort ist also ganz klar, die Hausbrieffachanlage als multifunktionale Gemeinschaftsanlage stellt ganz eindeutig einen allgemeinen Teil der Liegenschaft dar. Eine weitere Entscheidung zu den Erhaltungspflichten, die alles andere als unproblematisch ist, wo es der Oberste Gerichtshof nach meinem Dafürhalten auch ein bisschen zu gut gemeint hat mit dem Mieter. Er hat zwar nichts endgültig entschieden und hat die Sache dann zur Beweisergänzung an die erste Instanz zurückverwiesen, aber der Oberste Gerichtshof hält es zumindest für vorstellbar, dass unter dem Titel der Erhaltungspflichten des Vermieters bezüglich der Beseitigung erheblicher Gesundheitsgefährdungen
es auch darauf hinauslaufen kann, dass sich der Vermieter um Klimageräte für die Mietgegenstände kümmern muss. Ja, ich erspare Ihnen da die Details dieses Falles. Da sind einige Dinge nicht überzeugend begründet worden, aber den Hauptaspekt darf ich kurz aufgreifen. Es ging um eine Geschäftsraummiete. Der Mietgegenstand etwas über 170 Quadratmeter groß. Wir wissen nicht, das konnte man aus der Entscheidung nicht rauslesen, was dort für ein Gewerbe betrieben wird. Fakt ist, dort waren auf jeden Fall einmal Mitarbeiter tätig in dieser Geschäftsräumlichkeit. Und in den Sommermonaten an warmen Tagen hat es im Mietgegenstand dann oft schon mal an die 30 Grad oder sogar schon etwas mehr gehabt. Also Raumtemperaturen von 30 Grad Celsius. Mieter geht zur Schlichtungsstelle und sagt, bitte, das ist zu heiß, das ist für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abträglich. Ich behaupte, dass das ja eine Gesundheitsgefährdung ist. Ich stütze mich da auch auf die Arbeitsstättenverordnung. Die Arbeitsstättenverordnung, die sieht für Betriebsräume vor, dass es also tunlich nicht mehr als 25 Grad Celsius geben soll. Also, diese Grenzwerte in der Arbeitsstättenverordnung werden hier eindeutig überschritten und daher verlange ich vom Vermieter, dass er sich da was einfallen lässt. Der Oberste Gerichtshof schaut sich's an, Sie sehen das im zweiten Absatz und bekräftigt grundsätzlich mal diesen Denkansatz und sagt, naja, Gesundheitsgefährdung im Sinne des Gesetzes liegt eben nicht nur dann vor, wenn wir es mit extremen oder gar lebensbedrohenden Gefahren zu tun haben, sondern jeder Mangel, der die körperliche Integrität beeinträchtigen kann, könnte auch als erhebliche Gesundheitsgefährdung im Sinne des Gesetzes qualifiziert werden. Und die Überschreitung von normierten Grenzwerten, die entfaltet diesbezüglich ja auch schon eine gewisse Indizwirkung. Das kann man so stehen lassen, darüber will ich noch gar nicht diskutieren. Aber es kommt dann noch ein ganz interessanter argumentativer Hinweis des Obersten Gerichtshofs, wo uns jegliche Erklärung letztlich schuldig geblieben ist. Er verweist auf die Wohnrechtsnovelle 2006, mit der man erst diese Erhaltungspflicht für erhebliche Gesundheitsgefährdungen geschaffen hat und betont im Rahmen dieser Entscheidung, dass er die Gesundheitsgefährdung, um eine Erhaltungspflicht des Vermieters auszulösen, eine sein muss, die vom Mietgegenstand selbst ausgeht. Und er verweist darüber hinaus auch auf die Gesetzesmaterialien zur Wohnrechtsnovelle 2006 und erklärt, dass also etwa von der Straße eindringender Verkehrslärm, mag er noch so gesundheitsgefährdend sein, keine Haltungspflicht des Vermieters auslöst, weil der nicht vom Mietgegenstand ausgeht. Der Lärm kommt da von der Straße rein. Und jetzt verstehe ich es aber nicht, warum er die sommerliche Wärme anders qualifiziert. Ja, im Mietgegenstand ist es ja deshalb warm, weil es draußen warm ist oder weil die Sonne einstrahlt. Also hier müsste man ja konsequenterweise genauso sagen, das ist ja gerade keine Gefährdung, die vom Mietgegenstand selber ausgeht. Aber wie gesagt, da hat er uns nicht erklärt, wie er dann zu diesem Schluss gelangt, wo dann der Unterschied zwischen dem Verkehrslärm und der sommerlichen Wärme besteht. Also noch einmal, im Mietgegenstand war es ja nicht deshalb heiß, weil da irgendwelche überhitzten Leitungen die Ursache des Problems waren, sondern es war schlicht und einfach die sommerliche Wärme, die dann natürlich auch entsprechende Raumtemperaturen zur Folge hatte. Gut, dafür ist aber das drohende Ablösen von Wandfliesen aus Sicht des OGH keine erhebliche Gesundheitsgefährdung. War also ein ganz interessanter Fall, also ich bin geneigt zu sagen, ein ganz witziger Fall, aber witzig ist es immer nur für die Außenstehenden und nicht für die selber Betroffenen. Lockere Wandfliesen im Badezimmer, der Mieter erklärt, er traut sich nur mehr mit persönlicher Schutzausrüstung in das Badezimmer rein, weil ständig irgendwelche Fliesen von der Wand runterfliegen. Das sei gesundheitsgefährdend und das möge bitteschön der Vermieter beheben. Für den Obersten Gerichtshof war es, ohne dass er das jetzt überzeugend begründet hätte, schlicht und einfach zu bagatellhaft, hat gesagt, na, das muss der Vermieter letztendlich nicht machen. Ja, gut, nehmen wir hin, dass er das einmal sehr pragmatisch entschieden hat. Restlos überzeugend ist die Entscheidung nicht, weil da, was der Gerichtshof sagt, in dem Zusammenhang, naja, Gesundheitsgefährdung muss, um überhaupt eine Erhaltungspflicht des Vermieters auszulösen,
letztendlich auch eine unmittelbare Einwirkung auf die Gesundheit des Mieters sein. Also das klingt so, wie wenn also die Gesundheitsgefährdung die gesamte Zeit über 24 Stunden am Tag vorhanden sein müsste, was man aber so sicher nicht sehen kann. Ja, der Schimmel beispielsweise, der wirkt dauerhaft auf die Gesundheit des Mieters ein. Diese Sporen, die da durch die Luft schwirren, die sind halt eine Allzeitgefährdung. Aber wie schaut es bitte bei den gefährlichen Elektroinstallationen aus? Die wirken ja auch nicht unmittelbar auf die Gesundheit des Mieters ein, sondern auch nur dann, wenn er mit der nassen Hand an der Wand ankommt. Ja, also so zu differenzieren, wird man ja auch nicht bewerkstelligen können. Aber sei es wie sei, es war ihm trotzdem zu bagatellhaft, um hier irgendeine Verpflichtung des Vermieters anzunehmen. Dann noch eine letzte Entscheidung zu den Erhaltungspflichten in der Vollanwendung. Die beschäftigt sich mit der Wohnrechtsnovelle 2015 und erklärt, nachdem das aufgrund der Entscheidungen der Vorinstanzen fraglich geblieben ist, dass die Wohnrechtsnovelle 2015, die uns also die Erhaltungspflicht für die mitvermieteten Wärmebereitungsgeräte gebracht hat, am 1. Jänner 2015 in Kraft getreten ist und zeitlich nicht zurückwirkt. Da müssen wir jetzt aufpassen. Die Wohnrechtsnovelle 2015 ist, wie gesagt, am 1. Jänner 2015 in Kraft getreten und bezieht sich auch auf Mietverträge, die vor dem 1. Jänner 2015 abgeschlossen wurden. Ja, also für alle Mietverhältnisse, wann immer sie begründet wurden, gibt es seit dem 1. Jänner 2015 in der Vollanwendung und bei Wohnungen in der Teilanwendung diese Erhaltungspflicht für die Wärmebereitungsgeräte. Also diese Wirkung eines neuen Gesetzes auf schon davor abgeschlossene Verträge, die wird oft irrtümlich als zeitliche Rückwirkung bezeichnet. Das ist sie aber nicht. Eine zeitliche Rückwirkung hieße, dass sich das neue Gesetz auch auf Sachverhalte bezieht, die sich vor seinem Inkrafttreten ereignet haben. Und das ist bei der Wohnrechtsnovelle nicht der Fall und das ist auch sonst nie der Fall, weil das sonst auch wirklich verfassungsrechtlich bedenklich wäre. Was heißt das auf Deutsch? Nachdem es diese Erhaltungspflicht des Vermieters erst seit dem 1. Jänner 2015 gibt, können Mieter, die vor dem 1. Jänner 2015 selber Investitionen in die Wärmebereitungsgeräte vorgenommen haben, im laufenden Mietverhältnis keinen Kostenersatzanspruch geltend machen. Ein Kostenersatzanspruch im laufenden Mietverhältnis wäre gestützt auf die hier zitierte Bestimmung 1097 in Verbindung mit 1036 ABGB. Das ist kurz umschrieben der notwendige ist gleich dem Bestandgeber obliegende Aufwand. Das heißt, ich kriege im laufenden Mietverhältnis eine Investition vom Vermieter nur dann abgegolten, wenn ich behaupten kann, ich habe etwas geleistet, was Sache des Vermieters gewesen ist. Und ich habe es an seiner Stelle getan, weil er es nicht gemacht hat. Und gerade das kann aber der Mieter bei Investitionen vor dem 1. Jänner 2015 nicht behaupten, weil es eben vor dem 1. Jänner 2015 diese Erhaltungspflicht des Vermieters noch nicht gab. Und daher die Behauptung, ich habe etwas getan, was Sache des Vermieters gewesen ist, schlicht und einfach nicht zutreffend ist. Wir kommen mit der nächsten Entscheidung zu einem durchaus auch konfliktreichen Thema. Im Wohnungseigentum ist es noch konfliktiver als im Mietrecht, aber im Mietrecht gibt es auch sehr, sehr viele Auseinandersetzungen zu dieser Thematik. Wie weit kann ein Mieter Änderungen an seinem Mietgegenstand vornehmen? Ja, ist natürlich klar, jetzt bin ich als Mieter Jahre und Jahrzehnte lang in dem Mietgegenstand drinnen. Natürlich habe ich den Wunsch, den nach meinen Vorstellungen auszugestalten. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Freiheiten räumt mir das Gesetz ein? Was darf ich denn alles tun? Was darf ich denn alles verändern in baulicher Hinsicht? Und das Gesetz trifft in der Vollanwendung einmal eine grundlegende Abgrenzung und sagt, naja, unwesentliche Veränderungen, lieber Mieter, die kannst du durchführen. Bei unwesentlichen Veränderungen brauchst du die Zustimmung des Vermieters nicht. Unwesentliche Veränderungen sind solche, die mehr oder weniger mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Mietgegenstandes einhergehen, die in die Bausubstanz nicht oder nur ganz geringfügig eingreifen und die auch relativ leicht wieder beseitigt werden können. Typische Beispiele für unwesentliche Veränderungen sind Oberflächengestaltungen, Böden, Wände etc., sind Arbeiten, die Bohr- und Dübellöcher zurücklassen und ähnliches mehr.
Das ist dem Mieter zugestanden, da muss er nicht lang fragen, das darf er tun. Sehr bald ist aber die Grenze zur wesentlichen Veränderung überschritten. Wesentliche Veränderungen sind schon als Eingriff in die Bausubstanz zu verstehen. Und bei wesentlichen Änderungen ist das Konzept des MRG jenes, dass der Mieter diese wesentliche Änderung dem Vermieter anzuzeigen hat. Und damit hat der Vermieter die Chance, seine Zustimmung zu verweigern. Das muss der Vermieter aber aktiv tun, da müssen wir aufpassen, denn wenn der Vermieter innerhalb von 2 Monaten ab Anzeige dieses Änderungswunsches des Mieters nicht reagiert, dann gilt seine Zustimmung als erteilt. Damit ist also eine Zustimmungsfiktion eingetreten, also bitte aufpassen in der Verwaltung, dass die Dinge nicht unbearbeitet liegen bleiben über einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten. Und dann gibt es von dieser Genehmigungspflicht bei einer wesentlichen Änderung eine Ausnahme. Wir sprechen in der Vollanwendung des MRG von sogenannten privilegierten Änderungen, die zwar wesentlich sind, bei denen aber der Vermieter trotzdem seine Zustimmung nicht verweigern kann, weil man hier halt doch eine objektive Nützlichkeit dieser Veränderung erblickt. Die Voraussetzungen für eine privilegierte Änderung sind im Gesetz penibel aufgelistet, ganz konkret in § 9 Absatz 1. Einige dieser Voraussetzungen sind ganz klar und gleichsam selbstverständlich. Der Mieter trägt die Kosten, die Änderung muss dem Stand der Technik entsprechen, es muss um eine einwandfreie Ausführung gehen, es darf zu keiner Schädigung des Hauses kommen, es darf zu keiner Schaffung von Gefährdungssituationen für Personen kommen. Das ist soweit alles klar. Bleiben 3 Punkte offen, über die streitet man dann für gewöhnlich im Verfahren. Die Änderung muss der Verkehrsübung entsprechen und einem wichtigen Interesse des Mieters. Es darf zu keiner Interessenbeeinträchtigung des Vermieters und der anderen Hausbewohner kommen. Und drittens, es darf auch zu keiner Beeinträchtigung der äußeren Erscheinung des Hauses kommen. Und ein Punkt erweist sich da für den änderungswilligen Mieter sehr häufig als Stolperstein, so auch in diesem Verfahren. Das war der erstgenannte, die Änderung muss der Verkehrsübung entsprechen und einem wichtigen Interesse des Mieters. Für diese positive Voraussetzung oder diese beiden positiven Voraussetzungen ist der Mieter behauptungs- und beweispflichtig und sehr häufig fällt dem Mieter zu diesem Thema schon gar nicht viel ein, ja, sodass es für das Gericht dann relativ leicht ist, diesen Änderungswunsch abzuweisen. Hier wollte ein Mieter in einem Mietobjekt, das sowieso schon mal mit einer zentralen Wärmeversorgung ausgestattet war, einen Kachelofen errichten. Und dass das eine wesentliche Änderung war, das war soweit unstrittig, denn das Drum hat 720 Kilogramm und aufgrund dieses Gewichts muss man das auch im Estrich verankern und verschrauben. Also das ist schon als Eingriff in die Bausubstanz zu verstehen. Also darf der Mieter das ohne Zustimmung des Vermieters ja nur dann, wenn es sich um eine privilegierte Änderung handelt. So, lieber Mieter, erzähl uns etwas zur Verkehrsübung und zum wichtigen Interesse. Warum brauchst du denn diesen Kachelofen? Naja, da ist halt erfahrungs- und naturgemäß dem Mieter halt nicht rasend viel eingefallen. Man hat also den Änderungswunsch schon wegen der fehlenden Verkehrsüblichkeit schlicht und einfach abgedreht. Man hat sich zwar angeschaut, wie viele Kachelöfen es in Österreich insgesamt gibt, da lernt man immer was dazu. Ich habe es auch nicht gewusst, wie viele Kachelöfen gibt es in Österreich. 4 Millionen Haushalte haben wir ungefähr, wenn wir auch die Zweitwohnsitze dazu rechnen. Was glauben Sie, wie viele Kachelöfen gibt es bei 4 Millionen Wohnungen oder Wohneinheiten? 1 Million habe ich gehört, 200.000, einigen wir uns irgendwo in der Mitte auf 400.000. Also 10% aller Wohneinheiten sind mit Kachelöfen ausgestattet. Also wenn man die nackte Zahl betrachtet, dann könnte man sagen, ja bitte, wenn etwas schon einmal jeder Zehnte hat, dann könnte man über die Verkehrsüblichkeit ja schon ernsthaft diskutieren. Aber vergessen wir nicht, da geht es ja um den Kachelofen als Zusatzheizung. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Das hat der Kachelofen nicht die notwendige Heizung, sondern da geht es einfach um ein Luxus- oder Komfortinteresse des Mieters. Und da punktet ja nicht einmal der Wohnungseigentümer. Beim Wohnungseigentümer sagt die Rechtsprechung ja auch, bitte, ein wichtiges Interesse für eine Änderung hast du ja nur dann, wenn das in deiner Person gelegen ist, wenn das nachvollziehbar ist, wenn das Status quo für dich unbefriedigend ist. Bloße Komfort- oder Zweckmäßigkeitsüberlegungen sind zu wenig. Und daher für den Mieter natürlich auch. Und weil das für den OGH so klar war,
musste man mangels dieser Verkehrsüblichkeit auf das zusätzlich geforderte wichtige Interesse gar nicht erst eingehen. Da ist dem Mieter auch nicht viel mehr eingefallen, als zu sagen, er sei halt besonders kälteempfindlich und daher kommt er mit der normalen Zentralheizung in der Wohnung nicht aus. Das hätte man dann vermutlich auch als Schutzbehauptung abgetan. Gut, bitte sehr. Ja. Also das, ja, also Einbruchschutz kann ein wichtiges Interesse sein und das könnte also auch letztendlich mit der Verkehrsüblichkeit nicht in Konflikt geraten. Es gibt da zumindest einige Beispiele in der Rechtsprechung. Ein Wohnungseigentümer wollte mal eine Sicherheitstür und wollte dann ein Gitter vor der Tür aus Gründen des Einbruchschutzes. Das hat man ihm letztendlich dann zugestanden, wobei man ihm aufpassen muss, das sind immer Einzelfallentscheidungen, das kann man jetzt nicht verabsolutieren, aber da war zumindest einmal der Einbruchschutz ein soweit überzeugendes Argument, dass man gesagt hat, okay, du darfst es. Und es gab im Mietrecht auch einmal eine Entscheidung bezüglich einer Alarmanlage für eine Geschäftsräumlichkeit samt Außensirene. Das wollte dieser Geschäftsraummieter einbauen, weil es eben auch schon zu entsprechenden Einbrüchen gekommen ist. Und auch dieses Recht hat man diesem Mieter zugestanden, gegen den Willen des Vermieters. Man hat gesagt, bitte, dieser Einbruchschutz in Form einer Alarmanlage mit Außensirene entspricht der Verkehrsübung und entspricht auch einem wichtigen Interesse deinerseits. Gut, nächste Entscheidung. Ganz, ganz wichtig, wir kommen zum Richtwertsystem zurück, aber der eigentliche Tenor dieser Entscheidung oder die Begründung dieser Entscheidung geht über diesen Anlassfall sehr weit hinaus. Beim Lagezuschlag ist ein sehr wichtiges Formalkriterium zu berücksichtigen. Wenn sich der Vermieter beim Richtwert Mietzins auf einen Lagezuschlag stützen möchte, dann müssen dem Mieter die für den Lagezuschlag maßgebenden Umstände spätestens bei Zustandekommen des Mietvertrages schriftlich bekannt gegeben werden. Das ist das einzige Formalkriterium, das bei der Vereinbarung des Richtwertmietzinses zu berücksichtigen ist. Sie wissen schon, der Richtwertmietzins wird ja auch wegen seiner mangelnden Transparenz kritisiert. Wir vereinbaren einen Mietzins. Wir müssen dem Mieter nicht sagen, dass es ein Richtwertmietzins ist. Wir müssen ihm nicht sagen, dass von einem Richtwert weggerechnet wird. Wir müssen nicht sagen, wie hoch dieser Richtwert ist. Wir müssen nicht sagen, wofür Zuschläge gerechnet werden, schon gar nicht in welcher Höhe. Das ist alles nicht notwendig. Das kann alles im Dunkeln bleiben. Aber will ich einen Lagezuschlag, was dann bei einer Mietzinsanfechtung natürlich von Relevanz ist, dann müssen, wie gesagt, die für den Lagezuschlag maßgebenden Umstände dem Mieter in Schriftform bekannt gegeben werden, nämlich spätestens bei Zustandekommen des Mietvertrags. Und die Rechtsprechung ist, was dieses Kriterium anbelangt, dem Grunde nach sehr, sehr streng. Es gibt keine notorisch gute Lage. Ja, Sie können also in Bestlage, es gibt ein Judikaturbeispiel von der Wollzeile in Wien, vermieten. Sie müssen also auch bei der Wohnung in der Wollzeile einen schriftlichen Hinweis darüber erstatten, dass das eine bessere durchschnittliche Wohnumgebung ist. Inhaltlich ist die Rechtsprechung dann nicht mehr so streng. Sie sagt zwar, du musst immer auf diese Lagequalität hinweisen, aber wie du das tust, da sind wir nicht allzu streng. Da hat sich also die Rechtsprechung etabliert, dass eine wenigstens stichwortartige Angabe der für den Lagezuschlag maßgebenden Umstände ausreichend ist. All das war in diesem Verfahren gar nicht gegenständlich, das wissen wir aus der bisherigen Rechtsprechung. In diesem Verfahren ging es jetzt um die Frage, ja, was ist denn der schriftliche Hinweis? Und da müssen wir aufpassen, denn im Mietrecht heißt der Schriftlichkeit grundsätzlich Unterschriftlichkeit. Schriftliche Erklärungen bedürfen einer eigenhändigen Unterschrift, sonst sind sie nicht formgerecht getroffen worden. Was bei Befristungsvereinbarungen ein ganz wichtiges Thema ist, ja, der befristete Mietvertrag muss schriftlich abgeschlossen werden und das setzt die eigenhändige Unterschrift beider Vertragsteile voraus. Also wenn einer nur mit einer E-Mail-Erklärung was zum Besten gibt, dann ist das zwar dokumentiert, aber es ist nicht schriftlich im Sinne des Gesetzes. Und jetzt hat also ein Mieter diesen Lagezuschlag bekämpft unter Hinweis darauf, dass er zwar vom Makler irgendein Exposé bekommen hat, aber das war ja vom Vermieter nicht eigenhändig unterschrieben, also war das kein schriftlicher Hinweis im Sinne des § 16 Absatz 4.
Der oberste Gerichtshof hat sich hier die Mühe einer sehr ausführlichen Begründung gemacht, hat mir da persönlich auch aus der Seele gesprochen, hat gesagt, bitteschön, das strenge Schrifterfordernis im Sinne einer Unterschriftlichkeit, das brauchen wir bei Vereinbarungen, bei vertraglichen Willenserklärungen, weil da geht es bei der Unterschriftlichkeit auch darum, dass es einen gewissen Übereilungsschutz für die Vertragspartner gibt, dass denen also auch die Wichtigkeit und die Tragweite dieser Erklärung vor Augen geführt wird. Da geht es natürlich auch darum, dass man einer gewissen Fälschungsgefahr begegnet. Dort, wo Informationspflichten in Schriftform erfüllt werden müssen, geht es um diese Aspekte nicht. Da geht es ja wirklich nur darum, dass jemand nachweislich dieser Informationspflicht nachgekommen ist und daher reicht die bloße Textform. Ja? Also dieser Hinweis auf den Lagezuschlag, der muss nicht unterschrieben werden. Sie sehen den letzten Satz auf dieser Folie. In diesen Fällen genügt daher die bloße Textform. Und diese Entscheidung wird man ganz zwanglos auch auf die schriftlichen Informationspflichten der Immobilienmaklerinnen und Makler nach § 30b Konsumentenschutzgesetz ausdehnen können. Dort geht es ja auch nicht um Fälschungsgefahr, dort geht es ja auch nicht um Übereilungsschutz, weil es ja dort auch nicht um Willenserklärungen geht. Dort geht es schlicht und einfach darum, dass der Makler beweisen kann, diesen Informationen nachgekommen zu sein. Und daher wird man so genau diese Begründung beispielsweise auch auf diese Informationspflichten nach 30b KGG umlegen können. Denken wir an das FAGG, wo es ja auch um vorvertragliche Informationspflichten geht, durchaus analog 30b KGG. Das FAGG, das Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz, sieht ja auch keine unterschriebenen Erklärungen vor. Da sagt das Gesetz ausdrücklich, naja, es muss in Papierform oder auf einem sonstigen dauerhaften Datenträger erstattet werden. Ja? Aber von einer eigenhändigen Unterschrift ist hier nicht die Rede. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man so über das Mietrecht hinaus diese Entscheidung auch fürs Maklerrecht nutzbar machen kann, was den § 30b KGG betrifft. Bitte Achtung, 31 KGG sieht ja auch für Vereinbarungen mit den Konsumenten die Schriftform vor. Alleinvermittlungsauftrag, Abschluss und Verlängerung von Alleinvermittlungsaufträgen, die besonderen Provisionsvereinbarungen nach § 15 und auch die Vereinbarung eines erfolgsunabhängigen Kostenersatzes nach § 9 Maklergesetz. Hier geht es wieder um Willenserklärungen. Dort wird man am Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift sehr wohl festhalten müssen. Ja, dann ein bisschen was zum Drüberstreuen. Das geht jetzt sehr, sehr flott. Bei unbefristeten Mietverhältnissen haben wir es ja in der Vollanwendung mit einer dreijährigen Präklusivfrist zu tun. Sie wissen, wenn also der Mieter der Meinung ist, es wurde ein unzulässig hoher Mietzins vereinbart, dann hat er 3 Jahre Zeit, die Schlichtungsstelle oder das Bezirksgericht in Außerstreitsachen anzurufen. Und die Frage ist, wann beginnen denn diese 3 Jahre zu laufen? Und der oberste Gerichtshof erinnert daran, dass diese 3 Jahre mit dem Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses, mit der Mietzinsvereinbarung zu laufen beginnen und nicht erst mit Beginn des Mietverhältnisses oder Übergabe des Mietgegenstandes. Der Mieter ist also prompt in diese Falle getappt. Man hat eine Mietzinsvereinbarung getroffen, den Mietvertrag abgeschlossen. Einige Wochen später begann erst das Mietverhältnis und dann hat er sich vom Mietvertragsabschluss gerechnet mehr als 3 Jahre Zeit gelassen, die Mietzinsüberprüfung anzustrengen. Und hat gesagt, ich bin ja eh noch rechtzeitig dran, denn vom Mietvertragsbeginn weggerechnet bin ich noch in den 3 Jahren, das war falsch gedacht. Ja. Also es geht um die Mietzinsvereinbarung, die löst diese 3 Jahre aus. Eine Entscheidung, die, wie Sie wissen, aber nur für unbefristete Vertragsverhältnisse von Relevanz ist, denn beim befristeten Mietverhältnis endet die Überprüfungsmöglichkeit ja erst 6 Monate nach Beendigung des Vertragsverhältnisses beziehungsweise 6 Monate nach Umwandlung des befristeten Vertrags in einen unbefristeten. Gut, ja, das kann ich mit einem Satz abtun, das ist jetzt nichts allzu Gravierendes. Wird ein Vorvertrag abgeschlossen und noch nicht das Hauptgeschäft, dann wird damit die 3-jährige Präklusivfrist noch nicht ausgelöst. Es gibt zwar im Vorvertrag unter Umständen auch schon Mietzinsvereinbarung, aber der Vorvertrag ist halt noch nicht das endgültige Hauptgeschäft und damit müsste man also den Abschluss des Hauptgeschäfts abwarten und erst mit Abschluss des Hauptgeschäftes würden diese 3 Jahre zu laufen beginnen. Eine Entscheidung zur Nutzfläche im Mietrecht, die für die Verteilung der Betriebskosten von Relevanz ist,
Da gibt es also auch nichts Neues. Ein Mieter hat es halt wiederum versucht, die Gegebenheiten kritisch zu hinterfragen. Sie wissen, wie die Nutzfläche eines Mietgegenstandes ermittelt wird. Die gesamte Bodenfläche, abzüglich der Wandstärken, abzüglich der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen. Und ja, jetzt ging es halt wieder um das Thema der Dachschrägen. Ein Mieter einer Dachgeschosswohnung hat also nicht eingesehen, warum er für die gesamte Bodenfläche Betriebskosten zahlen soll. Ein sozial besonders schutzwürdiger Mieter, die Wohnung hatte oder hat 213 Quadratmeter. Also unser Mitleid ist ihm gewiss und es ging also so um etwas mehr als 10 Quadratmeter, die eine Raumhöhe von weniger als 1,50 Meter aufweisen. Und er hat gesagt, bitte, diesen Raum kann ich nicht nutzen und daher ist es auch völlig ungerecht, wenn ich dafür auch Betriebskosten zu bezahlen habe. Der oberste Gerichtshof hat das also zurückgeschmettert, ist inhaltlich gar nicht eingestiegen, hat das Rechtmittel zurückgewiesen und hat gesagt, bitte, steht im Gesetz ganz genau, wie wir die Nutzfläche ermitteln. Und jetzt sehr salopp gesagt, lieber Mieter, du sitzt in einem heiß begehrten Objekt, in einer Dachgeschosswohnung, keiner hat dich verpflichtet, sowas anzumieten. Ja? Also nimm da nicht so eine tolle Wohnung und reg dich dann auf, du hast genau gewusst, was die Rechtsfolgen sind. Also hier keine Möglichkeit für den Mieter, da in irgendeiner Form durchzudringen und eine inhaltliche Entscheidung des obersten Gerichtshofs zu bewirken. By the way, hat man so auch ganz kurz in diesem Verfahren auch eine Aussage zu den Lodgern getroffen. Lodger ist auch nutzflächenrelevant, das wissen wir. Also was an 5 Seiten umschlossen ist, wird in die Nutzfläche des Mietgegenstandes einbezogen und findet daher bei der Verteilung der Betriebskosten auch entsprechende Berücksichtigung. Ein paar Worte zum Kündigungsschutz in der Voll- und Teilanwendung. Es geht also in erster Linie mal darum, dass ein Kündigungstatbestand zum Zeitpunkt der Einbringung verwirklicht sein muss. Nona nicht, ist man geneigt zu sagen. Das heißt, die Frage, ob man eine Kündigung durchbringt oder nicht, hängt eben davon ab, ob zum Zeitpunkt der Einbringung der Kündigung dieser Kündigungstatbestand verwirklicht war. Allerdings, es gibt einige Kündigungstatbestände, wo dann im Verfahren auch eine Zukunftsprognose angestellt wird. Das ist ein Thema beim erheblich nachteiligen Gebrauch von Mietgegenstand, das ist ein Thema beim unleidlichen Verhalten, das ist auch ein Thema bei der Nichtverwendung des Mietgegenstandes zum vereinbarten Zweck, also beispielsweise der Nichtverwendung der Wohnung zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses. Man stellt sich dann im Verfahren nämlich die Frage, ob es Fortsetzungs- oder Wiederholungsgefahr gibt bezüglich des unleidlichen Verhaltens oder des erheblich nachteiligen Gebrauchs. Oder man stellt sich beispielsweise die Frage, ob der Mieter, der zwar zum Zeitpunkt der Einbringung der Kündigung die Wohnung nicht verwendet hat, dann vielleicht doch nicht wieder Bedarf an dieser Wohnung hat. Also Zukunftsprognose ist gegebenenfalls ein Thema und hier ein sehr kurioser Fall. Eine Mieterin hat 2 Söhne, wie alt die sind, wissen wir nicht. Die beiden Söhne waren mit einer Mitmieterin des Hauses im Dauerclinch. Da muss es zu sehr unschönen Vorkommnissen gekommen sein, ohne dass die in der Entscheidung näher beschrieben worden wären. Aber gehen wir mal davon aus, dass sich diese beiden Söhne dieser Mitmieterin gegenüber unleidlich verhalten haben. Vermieter bringt Kündigung ein und es war überhaupt nicht das Thema. Also gehen wir davon aus, es war unstrittig, dass sie sich unleidlich verhalten haben. Aber im Verfahren wurde dann sehr wohl eine günstige Zukunftsprognose erstellt, weil man festgestellt hat, bitteschön, diese Mitmieterin, mit der diese Buben gestritten haben, die gibt es nicht mehr, die ist ausgezogen. Aus welchem Grund wissen wir nicht, vielleicht wegen dieser beiden Buben. Tut aber nichts zur Sache, die gibt es nicht mehr im Haus. Mit den anderen Mietern des Hauses vertragen sich die beiden Söhne bestens. Also der Stein des Anstoßes gewissermaßen ist weggefallen. Es ist daher nicht erwartbar, dass sich dieses unleidliche Verhalten fortsetzen oder wiederholen wird und damit war die Kündigung abzuweisen. Die nächste Entscheidung, auch etwas kurios, betont, dass der Kündigungstatbestand wirklich zum Zeitpunkt der Einbringung der Kündigung schon verwirklicht sein muss. Also hier hat es den eigenartigen Fall gegeben, wo sich der Kündigungstatbestand erst im Nachhinein verwirklicht hat. Der Vermieter hat irgendwie mitbekommen, der Mieter und seine Lebensgefährtin, die wollen weg, haben kein rasendes Interesse an ihrer Wohnung mehr und denken daran, die Wohnung gänzlich unterzuvermieten. Oder haben es vielleicht schon getan, wie auch immer. Vorsorglich bringt der Vermieter eine Kündigung ein wegen gänzlicher Weitergabe
und dann hat sich im Verfahren herausgestellt, na bitte, als die Kündigung eingebracht wurde, war der Mieter mit seiner Lebensgefährtin noch in der Wohnung. Der hat sich aber von der Kündigung auch nicht beeindrucken lassen und hat dann nachher erst recht gänzlich untervermietet. Aber diese negative Zukunftsprognose gibt es nicht. Also diese Kündigung hat man abgewiesen unter Hinblick darauf, dass eben zum Zeitpunkt der Zustellung der Aufkündigung der Tatbestand noch nicht verwirklicht war. Und ich habe Ihnen schon gesagt, auch bei der Nichtverwendung der Wohnung kann es so etwas Ähnliches wie eine Zukunftsprognose geben. Der Mieter wird gekündigt, weil er sich nicht dauerhaft in der Wohnung aufhält. Wenn der aber dann im Verfahren einen überzeugenden Grund geltend macht, warum er denn mit Sicherheit wieder in die Wohnung zurückkehren wird, warum er denn einen dringenden Bedarf an dieser Wohnung hat, dann wäre auch hier die Kündigung abzuweisen. Da ist aber natürlich der Mieter behauptungs- und beweispflichtig und da kann er sich nicht in irgendwelchen Allgemeinplätzen verlieren. Sie sehen, der hat es einfach versucht und der Hinweis darauf, dass seine finanzielle und gesundheitliche Situation es irgendwie nötig erscheinen ließe, in die aufgekündigte Wohnung wieder zurückzukehren, das war dem obersten Gerichtshof zu wenig. Also das muss schon ein ganz, ganz konkretes Vorbringen sein, aus dem man dann eindeutig ableiten kann, ob dieser gekündigte Mieter in absehbarer Zeit an dieser Wohnung wiederum dringenden Bedarf hat oder nicht. Die nächste Entscheidung ist eine, die ich zwar im Mietrecht eingeordnet habe, die aber grundlegend genauso aufs Wohnungseigentumsrecht umgelegt werden kann. Der Hintergrund dieser Entscheidung ist auch gar kein mietrechtlicher, sondern nachbarrechtlicher. Die Entscheidung ist auch durch alle Medien gegangen und nicht nur die Entscheidung des OGH, sondern auch die beiden Entscheidungen der Unterinstanzen. Und das sage ich deshalb dazu, weil dem obersten Gerichtshof durchaus bewusst war, dass in dieser sehr konfliktträchtigen Auseinandersetzung die Öffentlichkeit dem obersten Gerichtshof ganz genau auf die Finger schauen wird und dementsprechend viel Mühe hat er sich gegeben, diese Entscheidung auch ganz, ganz sauber zu begründen und durchzudenken. Es geht also um ein Thema, das uns im Zusammenleben natürlich immer häufiger begegnet. Das ist das Rauchen. Das Rauchen in Wohnhäusern, die grundlegende Frage, kann man sich gegen irgendeinen Raucher im Wohnhaus zur Wehr setzen oder muss man das als Nachbar letztendlich auch erdulden? Der Sachverhalt war, ein Wohnhaus im ersten Wiener Gemeindebezirk betreffend. Die beiden Streitparteien waren Mieter im 6. und im 7. Stock dieses Wohnhauses. Beide hatten Terrassen, Balkone, einmal so beschrieben, also irgendwelche Freiflächen für ihre Wohnung. Im 6. Stock sitzt ein Zigarrenraucher, der auch sehr unkonventionelle Lebensgewohnheiten hat. Dieser Zigarrenraucher ist als Autor tätig, hat also keine normalen Arbeitszeiten so von 8 bis 17 Uhr, sondern der schreibt halt bis in die Nacht hinein. Und eine seiner zwei Zigarren, die er täglich raucht, raucht er erst, nachdem er mit seiner Arbeit fertig ist, irgendwann zwischen Mitternacht und 2 Uhr in der Früh. Und das tut er im Sommer natürlich ganz gern auf der Terrasse beziehungsweise bei offenen Fenster. Unser Nachbar im 7. Stock fühlt sich durch den Zigarrenrauch beeinträchtigt und sagt, ich kann nicht schlafen bei offenen Fenster, weil den Rauch zieht es bei mir rein. Das stinkt bestialisch und das bringt mich um meine Nachtruhe. Es ging nicht ums Thema Gesundheitsgefährdung, das hat man ausgespart. Es ging auch nicht darum, wie weit ein Vermieter, einem Mieter das Rauchen verbieten kann. Der Kläger wollte zwar auch die Ansprüche des Vermieters, die der Vermieter ihnen abgetreten hat, durchsetzen, aber das hat man dann nicht für abtretungsfähig erkannt, wie dem auch immer sei. Also es ging wirklich nur um den rein nachbarrechtlichen Unterlassungsanspruch. Und jetzt hat sich der OGH mit sehr, sehr vielen Fragen auseinandersetzen müssen. Nachbarrechtlichen Emissionsschutz habe ich dann, wenn ich mit einer Emission konfrontiert werde, die das ortsübliche Ausmaß überschreitet und mich in meiner ortsüblichen Nutzung auch wesentlich beeinträchtigt, wobei unmittelbare Zuleitungen keinesfalls zu dulden sind. Das ist jetzt kurz gesagt einmal das, was in § 364 Absatz 2 ABGB steht. Die erste Frage, ist der Rauch eine unmittelbare Zuleitung, die keinesfalls geduldet werden muss? Was ist Ihre Meinung?
Rauch ist keine unmittelbare Zuleitung, weil der Rauch wirkt ja nicht unmittelbar auf die Nachbarschaft ein, sondern braucht ein Medium, das Medium Luft. Ja? Also der Rauch verbreitet sich über die Luft, der hat keine unmittelbare Zuleitung. Das gleiche wie bei Schallemissionen. Da gibt es ja für Rechtsprechung, also als unmittelbare Zuleitung, die keinesfalls zu dulden ist, kann man den Rauch einmal nicht abtun. Jetzt geht es um die Frage, ist Rauchen in Wohnhäusern ortsunüblich? Oge hat sich das ganz genau angeschaut, hat auf eine Gesundheitsbefragung der Statistik Austria aus dem Jahr 2014 verwiesen, wobei ich die Zahl eh für untertrieben halte, aber ich frage Sie jetzt, was glauben Sie nach dieser Gesundheitsbefragung, wie viele Österreicherinnen und Österreicher rauchen regelmäßig? Wie viele Prozent der Bevölkerung? 30, sagen Sie. 25 waren es nach dieser Gesundheitsbefragung. Also gut, wenn es eine Gesundheitsbefragung ist, dann werden vielleicht nicht alle ehrliche Antworten gegeben haben. Da werden sich manche gedacht haben, heute werde ich gefragt, ob ich Raucher bin und morgen werden sie die Sozialversicherungsbeiträge erhöhen für die Raucher. Also bin ich da eher vorsichtig in meiner Antwort. Sei es wie sei, ein Viertel der Bevölkerung nach dieser Statistik. Der OGH sagt dann sehr lieb, naja, und dass das im ersten Bezirk anders ist als in anderen Gegenden Österreichs und dass die Raucher im ersten Bezirk nur in Lokalen und auf der Gasse und nicht in ihren Wohnungen rauchen, das wird man nicht annehmen dürfen. Also unter diesem Aspekt wäre der Rauch eigentlich als ortsüblich zu bezeichnen. Ja, das hat er sich dann auch nicht getraut, der OGH, die Klage schon mit diesem Argument abzuschmettern. Also hat er gesagt, wiewohl der Rauch grundsätzlich als ortsüblich bezeichnet werden könnte, können die besonderen örtlichen Verhältnisse sehr wohl zu einem anderen Ergebnis führen. Örtliche Verhältnisse heißt unmittelbare Nachbarschaft der betreffenden Objekte, also diese Balkone, die unmittelbar aneinander angrenzen, und auch Dauer und Intensität dieser Emission sind dann auch entsprechend zu würdigen, und eine Zigarette ist etwas anderes als eine Zigarre. Die Zigarre riecht man halt viel, viel intensiver, und nach der Sachverhaltsfeststellung hat er also 40 bis 45 Minuten für den Konsum einer Zigarre gebraucht. Also diese Besonderheiten herausgreifend haben zum Ergebnis geführt, naja, das ist aber dann schon von den örtlichen Verhältnissen her und auch von der Intensität her und von der Dauer her als ortsunüblich zu bezeichnen. Aber, und jetzt ein sehr wichtiger Gedanke, der Oberste Gerichtshof versucht hier auch eine Zwischenlösung, eine Mittellösung zu finden. Er sagt, dass es im Nachbarrecht natürlich ein Rücksichtnahmegebot gibt. Ja, und aufgrund dieses Rücksichtnahmegebots ginge es so weit, dem rauchemittierenden Nachbarn, so das ausgedrückt, jegliche Akzeptanz abzusprechen. Das ging auch wieder zu weit. Und jetzt ein sehr, sehr wichtiger Schritt zur Lösung. Er hat gesagt, jetzt müssen wir uns anschauen, wann ist denn der Nachbar beeinträchtigt durch den Rauch? Nur dann, wenn zwei Voraussetzungen gleichzeitig vorliegen. Der Raucher raucht auf dem Balkon bzw. offenen Fenster und gleichzeitig hat der Nachbar über ihm die Fenster offen oder sitzt selber auf dem Balkon. Ja? Und genau diese Überlegung hat also dann zum Ergebnis geführt, dass letztendlich eine Lösung gefunden wurde oder zumindest einmal vom Obersten Gerichtshof etabliert wurde, wonach also das Rauchen nach entsprechenden Zeiten zu staffeln ist. Also es gibt Zeiten, wo der Raucher rauchen darf und es gibt halt Zeiten, wo sich der Raucher des Zigarrenkonsums auf der Terrasse oder bei geöffneten Fenstern zu enthalten hat. Man hat dann zwischen Sommer und Winter differenziert. Im Sommer schläft man üblicherweise bei offenen Fenstern, da schlägt also der Schutz des Nachbarn sehr stark durch. Im Sommer darf der Zigarrenraucher in der Nacht gar nicht rauchen und tagsüber zu den üblichen Mahlzeiten, sage ich jetzt einmal, nicht. Dazwischen schon. Im Winter ist es anders. Im Winter darf er die ganze Nacht durchpofeln, weil da unterstellt man, dass der Nachbar über ihm sowieso bei geschlossenem Fenster schläft. Und im Winter würden sich auch die Tageszeiten, zu denen der Zigarrenraucher nicht rauchen darf, auf kürzere Zeiten reduzieren, nämlich jene, die man dann halt auch noch braucht, um seine Wohnung zu lüften. Ich sage jetzt nicht, dass diese Lösung das Gelbe vom Ei ist, aber was hätte der Oberste Gerichtshof anderes machen können, als hier wirklich einen vernünftigen Mittelweg zu beschreiten und für allfällige weitere Auseinandersetzungen und zur mietrechtlichen Dimension dieses Themas, wenn wir sicher auch noch bald was hören von der Rechtsprechung, scheint es mir schon sehr wichtig zu sein zu erkennen, der Oberste Gerichtshof vertritt nicht die Meinung, dass man Rauchen gar nicht dulden darf und muss. Und er vertritt aber auch nicht die Meinung, dass jetzt der Raucher sich auf sein Recht auf persönliche Entfaltung berufend hemmungslos im und überall rauchen darf. Ja, es geht also hier
schon einmal darum, die beiderseitigen Interessen einigermaßen gut unter einen Hut zu bekommen. Bitteschön. Ja, aber das Rauchen bei offenem Fenster hat man dem Rauchen auf der Terrasse gleich gehalten. Das Ergebnis war das gleiche, weil es halt die Luft raufzieht. Also das war gleich gelagert. Ob der jetzt bei offenem Fenster raucht oder auf der Terrasse, war einerlei. Beides hat er jetzt zu unterlassen. Im Sommer darf in der Nacht auch bei geöffneten Fenstern nicht rauchen. Ja. Gut, was haben wir noch anzubieten? Ja, die Entscheidung, die ist sehr speziell, die werde ich überspringen. Ja, hier vielleicht noch kurz einhaken zum Mietrecht, damit wir dann bald auch zur Pause kommen. Benutzungsentgelt für titellose Benutzung, auch ein ganz interessantes Thema, schlägt vor allem dann durch, wenn das Mietverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Ende geht und der Mieter aber dann noch über diesen Termin hinaus im Mietgegenstand verbleibt und nunmehr dann eben titellos den Mietgegenstand benutzt. Dafür hat er natürlich ein Entgelt zu leisten, das sogenannte Benutzungsentgelt nach 1041 ABGB. Die Frage ist, wie hoch darf dieses Benutzungsentgelt sein? Grundsätzlich ist es so hoch wie der bisherige Mietzins, es kann aber auch höher oder niedriger sein. Niedriger wird es dann sein, wenn der Mietgegenstand in der Zwischenzeit irgendwelche Mängel aufweist, die er zum Zeitpunkt der Vermietung noch nicht hatte. Höher kann das Benutzungsentgelt dann sein, wenn der erzielbare Mietzins, der heute erzielbare Mietzins, wesentlich höher ist als das, was der Mieter an Mietzins geleistet hat, weil der halt schon vor 30 Jahren seinen Mietvertrag abgeschlossen hat. Also das sind dann einfach Dinge, die man sich im Detail anschauen muss. Aber grundsätzlich ist das einmal eingepegelt mit der Höhe des bisherigen Mietzinses. Die, wie ich denke, noch nicht ganz letzte mietrechtliche Entscheidung, aber die letzte, die wir ausführlicher besprechen werden, Geschäftsraummiete, ganz interessante Frage. Gibt es bei einer Geschäftsraummiete so etwas wie einen stillschweigenden, einen automatischen Konkurrenzschutz? Und der oberste Gerichtshof verneint diese Frage. Es ging also ganz konkret um einen Geschäftsraummieter, der in einem Haus einen Eissalon betrieben hat und eines schönen Frühlingstages nach der Winterpause seinen Eissalon aufsperrt und überrascht feststellt, dass es im selben Haus neben ihm einen zweiten Eissalon gibt. Das hat ihn nicht amused, aus nachvollziehbaren Gründen. Er hat also dann Umsatzeinbußen im Ausmaß von 20% geltend gemacht. Er hat gesagt, früher haben sich die Kunden bei mir angestellt, jetzt rennen sie gleich zum Nachbarn rüber. Teilweise gehen die Kunden des Nachbarn zu mir auf die Toilette oder ich werde gefragt, was der drüben für Eissorten hat. Das heißt, die Kunden können zwischen den beiden Geschäften gar nicht wirklich unterscheiden. Das ist alles sehr, sehr unerfreulich. Und ich berufe mich auf einen Konkurrenzschutz, der mir Kraft dieses Mietverhältnisses zusteht. Ausdrücklich wurde kein Konkurrenzschutz vereinbart. Also war die Behauptung des Mieters, es gäbe eben einen stillschweigenden Konkurrenzschutz oder einen Konkurrenzschutz, der sich im Wege einer ergänzenden Vertragsauslegung gewinnen ließe, und der oberste Gerichtshof hat das nicht so gesehen. Er hat gesagt, nein, du bist Mieter auf einer offenen Geschäftsstraße, das heißt, du musst sowieso mit Konkurrenzsituation rechnen. Gegenüber in benachbarten Häusern hat dein Vermieter es ja gar nicht in der Hand, es zu verhindern. Also wenn du mit dieser Art von Konkurrenz leben musst, dann hast du auch kein nachvollziehbares Interesse, Konkurrenzschutz im eigenen Hause betreffend, beziehungsweise wäre es dir zumutbar gewesen, sowas vertraglich zu vereinbaren, aber wenn es nicht vertraglich vereinbart ist, dann gibt es das nicht. Ja. Was die Entscheidung ganz maßgeblich geprägt hat, war der Umstand, dass es da wirklich ein Mietgegenstand auf einer offenen Einkaufsstraße war, wo eben auch mit entsprechenden Konkurrenzbetrieben von vornherein zu rechnen war. Anders schaut die Sache aus, wenn eine Vermietung auf einem geschlossenen Areal vorgenommen wird. Da gibt es zwei Vorentscheidungen, einmal einen Universitätscampus und einmal einen Baumarkt betreffend. Dort hat man sehr wohl zugunsten der Mieter auch einen stillschweigenden Konkurrenzschutz erkannt, weil man dort festgestellt hat, dort hat es ja der Vermieter alleine in der Hand, ob jetzt Konkurrenzbetriebe angesiedelt werden auf diesem geschlossenen Areal oder nicht. Also ganz wesentliche Wertung, dass eben hier diese Entscheidung eine Geschäftsstraße betrifft. Letztes Thema, Besichtigungsklausel, ein Begriff, der mir so noch nicht untergekommen ist, aber
Sie können schon ahnen, worum es dabei geht. Mieter stellt einen Mietgegenstand wie besichtigt zurück. Also ganz konkret war es eine teure Büromiete im ersten Wiener Gemeindebezirk. Der Mieter hat sich die Aufgabe des Mietrechtes abkaufen lassen mit zweimal 175.000 Euro. Verfahrensgegenständlich waren einmal die 175.000 Euro in diesem Verfahren. Vermieter vereinbart mit dem Mieter die Rückgabe des Mietgegenstandes. Vermieter schaut sich den Mietgegenstand an und erklärt, also wenn du den Mietgegenstand wie besichtigt zurückstellst, dann kriegst du diese 175.000 Euro. Der Mieter stellt zurück, Vermieter verweigert die Zahlung dieser 175.000 Euro unter Hinweis darauf, dass es im Mietgegenstand Mängel gäbe. Ja, Vermieter stützt sich auf nicht korrekt verlegte Elektron-Datenleitungen. Oberste Gerichtshof sagt, das hätte aber bei der Besichtigung auffallen müssen. Also wenn du erklärst, den Mietgegenstand wie besichtigt zurückzunehmen und das deine Zahlungspflicht auslösen soll, dann kannst du dich eben nicht mehr verweigern und kannst nicht mit irgendwelchen Mängeln argumentieren, die dir eben bei dieser Besichtigung hätten auffallen müssen. Also bitte auch entsprechende Vorsicht walten lassen, was derartige Besichtigungsklauseln betrifft. Gut, damit schlage ich vor, dass wir eine Viertelstunde Pause machen und damit wir noch mit dem restlichen Programm ganz gut über die Runden kommen, ersuche ich Sie dann wirklich pünktlich um 17 Uhr wieder da zu sein, damit wir uns dann auch dem Wohnungseigentum und dem Maklerrecht zuwenden können. So, vielen Dank für Ihre Zeitdisziplin. Wir werden also jetzt gleich ins Wohnungseigentum einsteigen. Da habe ich also auch einige aktuellere Entscheidungen mitgebracht. Die erste Entscheidung, die blendet gleich eine gravierende Problemlage auf, die drohende Gefahr einer Nichtigkeit der Wohnungseigentumsbegründung. Insbesondere dann relevant, wenn man an Objekten Wohnungseigentum schaffen wollte, die gar nicht wohnungseigentumsfähig sind. Dazu mal vor einiger Zeit schon eine Entscheidung gegeben, wo man 4 Wohnungen, die sich über eine Liegenschaftsgrenze hinweg erstreckt haben, zu Wohnungseigentumsobjekten machen wollte, wo man dann am Ende des Tages festgestellt hat, bitte grenzüberschreitendes Wohnungseigentum gibt es nicht. Und wenn man diese Objekte parifiziert, dann haben wir halt hier eine nichtige Wohnungseigentumsbegründung. Das mag ein sehr isolierter Einzelfall gewesen sein, aber dieses Problem, das in der vorliegenden Entscheidung angesprochen wurde, das begegnet uns schon häufiger. Sie müssen hier von einer liegenschaftsüberschreitenden Garage ausgehen. Und jetzt hat man den Fehler gemacht, dass man nicht an den Stellplätzen gesondert Wohnungseigentum geschaffen hat. Die hätte man ja den Liegenschaften eindeutig zuordnen können, sondern an der Garage als Gesamtes. Eine Garage, die sich über 2 Liegenschaften erstreckt, darüber 2 Gebäude auf 2 EZs. Auf beiden EZs wurde Wohnungseigentum geschaffen und für die Garage hat es jeweils ein paar Anteile auch gegeben, ohne dass das räumlich in irgendeiner Form abgegrenzt gewesen wäre. Und dann hat es hier in einem der beiden Gebäude oder auf einer der beiden Liegenschaften eine Beschlussanfechtung gegeben. Und der Oberste Gerichtshof hat also dann die Beschlussanfechtung als solche gar nicht zugelassen, weil er gesagt hat, bitte Beschlussanfechtung nach 24 Absatz 6 gibt es ja nur bei begründetem Wohnungseigentum. Und wiewohl das Wohnungseigentum dort verbüchert ist, haben wir es in Wahrheit aber mit einer nichtigen Wohnungseigentumsbegründung zu tun, weil eben grenzüberschreitendes, liegenschaftsüberschreitendes Wohnungseigentum nicht möglich ist und zur Nichtigkeit der Wohnungseigentumsbegründung führt. Also aus einem relativ geringfügigen Anlass, nämlich einer Beschlussanfechtung, ist da eine ganz, ganz drastische Rechtsfolge und eine ganz drastische Konsequenz erwachsen. Jetzt wissen also die Eigentümer auf beiden Liegenschaften, dass sie keine Wohnungseigentümer mehr sind, sondern schlichte Miteigentumsanteile haben. Und sich da erneut zusammenzuraufen und zu einer Wohnungseigentumsbegründung zu gelangen, ist natürlich eine durchaus komplizierte Übung. Das heißt, man hätte die Garage räumlich trennen müssen, dann wären eindeutige Zuordnungen möglich gewesen. Oder man hätte noch einfacher
schlicht und einfach an den Stellplätzen gesondert Wohnungseigentum schaffen müssen, denn da wäre ja sehr wohl auch eine Zuordnung zur einen oder zur anderen Liegenschaft möglich gewesen. Ja, dann noch eine Entscheidung zur Wohnungseigentumstauglichkeit per se. Es geht um die Wohnungseigentumstauglichkeit von Kfz-Abstellplätzen. Also eine ganz lustige Begebenheit. Ein Wohnungseigentümer verlangt die Neufestsetzung der Nutzwerte durchs Gericht und der Hinweis darauf, dass es auf seiner Anlage einen Kfz-Abstellplatz gäbe, der gar nicht wohnungseigentumsfähig ist. Warum? Er ist nur 1,85 Meter breit und er verwies auf die bezughabenden Baugesetze des betreffenden Bundeslandes, es war in dem Fall die Kärntner Bauordnung, hat gesagt, bitte nach dieser Bauordnungsvorschrift muss ein Pkw-Stellplatz 2,30 Meter breit sein, zumindest. Also wenn man jetzt ein etwas Wohnungseigentum begründet, das nur 1,85 Meter breit ist, dann haben wir es also hier mit einer fehlenden Wohnungseigentumstauglichkeit zu tun. Hier war Anlass für den obersten Gerichtshof, in Erinnerung zu rufen, dass der Kfz-Abstellplatz aber kein Pkw-Abstellplatz sein muss, dass es auch Abstellplätze für einspurige Kraftfahrzeuge geben kann und dafür reichen die 1,85 Meter jedenfalls aus. Also in dem Fall nichts wirklich Spektakuläres, sondern einfach nur ein Hinweis darauf, dass der Begriff des wohnungseigentumsfähigen Kfz-Abstellplatzes eben nicht mit Pkw-Abstellplatz gleichgesetzt werden darf. Es kann Abstellplätze für einspurige Kraftfahrzeuge genauso geben wie Lkw-Abstellplätze und ähnliches mehr. Bitte. Ja, das ist auch eine fehlerhafte Wohnungseigentumsbegründung. Die Frage ist halt immer, ob das dann zur Nichtigkeit der Wohnungseigentumsbegründung führt oder ob man das mit einer Neufestsetzung der Nutzwerte begradigen kann. Sie werden es akustisch nicht verstanden haben. Es gibt eine Wohnung, einen darüber liegenden Dachboden, der als allgemeiner Teil gewidmet ist. Und darin liegt der Fehler, weil wenn der Zugang von der Wohnung der einzige Zugang zu diesem Dachboden ist, dann ist dieser Dachboden notwendiger Bestandteil dieser Wohnung und hätte mitbarifiziert werden müssen. Aus Ende. Weil als allgemeiner Teil der Liegenschaft kann es nicht stehen. Weil allgemeiner Teil der Liegenschaft steht ja allen Miteigentümern zur Verfügung und wie sollen die anderen Miteigentümer dorthin kommen? Das heißt, es gibt bautechnisch von der Wohnung einen Zugang, aber im schlimmsten aller Fälle, also wenn ein Gericht nicht genau hinschaut, könnte man den Spieß umdrehen und sagen, die Wohnung selber ist ja gar nicht wohnungseigentumsfähig, weil sie ist ein notwendiger Zugang zu einem allgemeinen Teil der Liegenschaft. Das heißt, das ist eine sehr, sehr bedrohliche Situation, in Wahrheit. Ja. Hoffen, dass die Bombe nicht detoniert und dass man so dann in einer gerichtlichen Auseinandersetzung nicht wieder die Ultima Ratio entscheidet, dergestalt, dass wir es dort mit gar keinem Wohnungseigentum mehr zu tun haben, weil es letztendlich eine nichtige Wohnungseigentumsbegründung ist, sondern man sollte also schon versuchen, über eine Neufestsetzung der Nutzwerte das zu begradigen. Ja. Aber das würde halt das Einvernehmen und die Zustimmung aller übrigen voraussetzen. Also die müssten halt auch bereit sein, diesen Dachbodenteil gewissermaßen auszulassen. Ein faktischer Verlust ist es nicht, weil sie haben bis jetzt von dem Dachboden auch nichts gehabt und vielleicht kann man den übrigen Miteigentümern das schmackhaft machen, weil ja mit der Neufestsetzung der Nutzwerte die Wohnung plus Dachbodenteil einen höheren Anteil bekommt und damit auch sich in der Kostenverteilung etwas zugunsten der übrigen Wohnungseigentümer verändert. Aber das ist ein Karren, der sehr oft stecken bleibt, ja, im Morast der unterschiedlichen rechtlichen Interessen. Und wie gesagt, wir haben den pragmatischen Zugang, auch seitens der Rechtsprechung, so etwas über eine Neufestsetzung der Nutzwerte zu lösen. Aber hin und wieder macht man es halt weniger elegant und sagt, bitte, wenn ihr das so blöd begründet habt, dann stellen wir Nichtigkeit der Wohnungseigentumsbegründung fest. Und was das bitte für die Miteigentümer bedeutet, das kann man sich ausmalen. Also da ist ein Jahre- und jahrzehntelanger Rechtsstreit vorprogrammiert, bis man sich wieder zu einer validen Wohnungseigentumsbegründung durchgerauft hat. Die nächste Entscheidung ist eine sehr ertragreiche. Da wird wirklich auch Neuland beschritten. Es geht um die Frage, ob ein Wohnungseigentumsobjekt auch zu unterschiedlichen Zwecken gewidmet
sein kann. Und jetzt bitte aufpassen, es geht nicht darum, dass wir eine zweifache Widmung für bestimmte Flächen haben, sondern eine gespaltene Widmung innerhalb einer TOP. Ja. Sie müssen sich vorstellen, es ist Wohnungseigentum geschaffen worden, im Nutzwertgutachten beschrieben, eine TOP, die aus typischen Wohnungsbestandteilen besteht, also Zimmer, die halt zu einer Wohnung dazugehören. Und dann stand aber im Nutzwertgutachten noch dabei, Teil dieser TOP ist auch ein Seminarraum samt dazugehöriger WC-Anlagen. Also ein Teil der TOP war als Wohnung beschrieben, ein Teil dieser TOP als Geschäftsräumlichkeit. Tatsächlich wurde die gesamte TOP als Gesundheits- und Seminarzentrum verwendet. Einer der übrigen Wohnungseigentümer bringt im streitigen Verfahren die Eigentumsfreiheitsklage ein und sagt, bitteschön, das ist als Wohnung gewidmet, dort darfst du geschäftlich gar nicht tätig sein. Der betreffende Wohnungseigentümer hat das bezüglich jener Teile der TOP, die als Wohnung beschrieben waren, auch eingesehen. Also das ist aus dem Verfahren ausgeschieden. Bezüglich der Seminarräumlichkeit samt der beiden WC-Anlagen ist aber stur geblieben und hat gesagt, bitte, das ist ja Geschäftswidmung und da darf ich auch geschäftlich tätig sein. Und damit stand die Frage im Raum, ist es möglich, ist es zulässig, dass ein Objekt eine zweifache Widmung hat? Und der oberste Gerichtshof sagt, ja, das ist zulässig. Es gibt einmal die Unterscheidung zwischen Wohnungen und sonstigen selbstständigen Räumlichkeiten, das schon, aber an diese Unterscheidung sind keine weiteren Rechtsfolgen geknüpft. Ergo ist es möglich, dass man so hier auch eine derartige Mischwidmung vorsieht. So sagt es der oberste Gerichtshof, ich halte den Ausdruck für etwas gefährlich, weil Mischwidmung, das klingt so, als würde ein und dieselbe Fläche zu unterschiedlichen Zwecken gewidmet sein. Also sprechen wir lieber von einer gespaltenen Widmung, das macht die Sache etwas deutlicher. Es ist also zulässig, bestimmte Räumlichkeiten einer TOP zu Wohnzwecken zu widmen, bestimmte Räumlichkeiten zu Geschäftszwecken. Die darüber hinausgehende Frage, die ich jetzt schon implizit angedeutet habe, ob es nämlich auch zulässig ist, ein und dieselbe Fläche zu unterschiedlichen Zwecken zu widmen, die ist nicht ausjudiziert, aber da habe ich eine klare Haltung und behaupte, dass das nicht geht. Das kann man also auch aus dem Gesetz selber beantworten. Wie ermitteln wir denn den Nutzwert eines Wohnungseigentumsobjektes? Wir ermitteln den ausgehend von der Nutzfläche. Und da sind bestimmte Kriterien noch zu berücksichtigen, wie insbesondere auch die Zweckbestimmung des Objekts. § 8 Absatz 1 Wohnungseigentumsgesetz. Das heißt, die Zweckbestimmung beeinflusst den Nutzwert des Objektes. Das heißt, bei der Zweckbestimmung muss ich mich ja auf eine bestimmte Widmung festlegen. Wohnzweck oder Geschäftszweck. Ja? Also da so ein beliebiges Irgendwas wird nicht funktionieren. Was allerdings möglich ist, dass ich eine TOP etwa als Wohnung widme und bereits im Zuge der Wohnungseigentumsbegründung in Gestalt des Wohnungseigentumsvertrags dem betreffenden Wohnungseigentümer das Recht zugestehe, eine Umwidmung vorzunehmen. Also es steht im Wohnungseigentumsvertrag drinnen, die TOP 10 ist eine Wohnung. Der Wohnungseigentümer darf dort aber beispielsweise auch eine Ordination betreiben oder ein Büro. Das hätte für den Wohnungseigentümer den Vorteil, dass er für die tatsächliche Umwidmung dann nicht mehr die Zustimmung aller übrigen Wohnungseigentümer bräuchte, weil die ja schon in Gestalt des Wohnungseigentumsvertrags vorliegt. Die Konsequenz aber, dass diese Umwidmung dann auch eine Neufestsetzung der Nutzwerte zur Folge haben kann, wenn das einer der Wohnungseigentümer beantragt, diese Konsequenz ist unausweichlich. Also nutzwerttechnisch kann ich mich jetzt nicht absichern für allfällige Umwidmungen. Das wird sich letztlich nicht ausgehen. Bitte? Ja, das sind dann natürlich öffentlich-rechtliche Fragen, die dann auch zu klären sind. Also die Zustimmung kann immer nur unter der Prämisse erteilt werden, dass es sich auch von den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen her ausgeht. Beides muss erfüllt sein. Ich schaue mir jetzt nur die zivilrechtliche Seite an, aber da haben Sie natürlich völlig recht. Es hilft mir auch die Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer nichts, wenn ich es gegenüber der Behörde nicht umsetzen und durchsetzen kann. Ja, bei der nächsten Entscheidung geht es nochmals um die Wohnungseigentumsbegründung, um ein durchaus interessantes und spannendes Bauträgerthema. Ein Wohnungseigentumsorganisator entwickelt und errichtet. Es wird schon relativ bald für die Verwertung ein Nutzwertgutachten erstellt. Ja, und jetzt ist es Erfahrungstatsache, dass die Gebäude am Ende des Tages immer ein bisschen anders ausschauen, als es dem Plan entsprochen hat. Also
geringfügige oder vielleicht auch gar nicht mehr so geringfügige abweichende Bauführungen wird es halt immer ein Stück weit geben. Und jetzt geht es um die Frage, wie weit sich ein Wohnungseigentumsorganisator auch entsprechend absichern kann für entsprechende Veränderungen. Also in dem konkreten Fall war es eben so, dass die Wohnungseigentumsbewerber im Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag ihre Bereitschaft erklärt haben, auch einem neuen Nutzwertgutachten zuzustimmen, wenn das erforderlich sein sollte, halt entsprechende Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Plan aufzufangen. Und so ist es dort eben auch geschehen. Nachdem er fertig gebaut hat, hat man gesehen, gerade bei den Außenanlagen, bei den Gärten, stimmen die Grenzen nicht mehr mit dem überein, was man ursprünglich vorhatte. Und man ist dann zu den Wohnungseigentümern gegangen und der Hinweis darauf, dass sie ja schon beim Kauf die Verpflichtung eingegangen sind, einem neuen Nutzwertgutachten zuzustimmen. Das war bei den meisten auch kein Thema, die haben das neue Nutzwertgutachten unterschrieben, aber zwei Käufer sind stur geblieben und haben gesagt, na, wir unterschreiben das nicht, weil nämlich diese Verpflichtung, die wir beim Kauf eingegangen sind, ja gar nicht wirksam ist. Die verstößt gegen verschiedenste Bestimmungen des Verbraucherschutzgefüges, also konkret des Konsumentenschutzgesetzes, Paragraph 6 Absatz 2 Ziffer 3, Leistungsänderungsrechte des Unternehmers, Absatz 3, konsumentenschutzrechtliches Transparenzgebot. Es wurde auch ein Verstoß gegen 879 Absatz 3 ABGB behauptet. Das ist diese Inhaltskontrolle, dieser Schutz vor gröblicher Benachteiligung bei Verwendung von allgemeinen Vertragsformblättern. Sei es wie sei, die Sache geht durch drei Instanzen und der oberste Gerichtshof hat eher grobschlachtig gesagt, na, tut sich nichts an. Ihr habt zwar diverse Einwände geäußert gegenüber der ursprünglichen Vereinbarung, aber die Änderungen, die jetzt stattgefunden haben, die sind eh alle so geringfügig, dass also letztendlich eure Interessen nicht verletzt werden. Also seid ihr verpflichtet, das zu unterschreiben. Das war eine sehr pragmatische Entscheidung des obersten Gerichtshofs in dem Zusammenhang. Am wahnrechtlichen Problem ist man hier vorbeigegangen. Es ging nämlich nicht um die Frage, ob diese Verschiebungen, die es aufgrund der Bauführung gegeben hat, wirklich geringfügig waren oder nicht. So, es ging ja um die Zulässigkeit der ursprünglichen Vereinbarung. Die ursprüngliche Vereinbarung war deshalb aus meiner Sicht durchaus fehlerhaft, weil sie eine Verpflichtung der Wohnungseigentumsbewerber zur Unterfertigung des neuen Nutzwertgutachtens festgehalten hat, ohne jegliche Größenbeschränkung. Also da ist nicht drinnen gestanden, du hast das neue Nutzwertgutachten nur dann zu unterschreiben, wenn die Verschiebungen ganz geringfügig sind. Also theoretisch hätte es da zu ganz, ganz eklatanten Verschiebungen kommen können und der Bauträger hätte sich immer noch auf diese Klausel stützen können. Also insofern hat diese Entscheidung doch auch einige Kritik hervorgerufen, weil sie eigentlich am eigentlichen Kern des Themas und am eigentlichen rechtlichen Problem vorbeigegangen ist. Bitte. Das hat der Vertrag aber nur bei Verschiebungen von mehr als 10% vorgesehen, deswegen war es dort nicht das Thema. Also man hat eben gesagt, bei Verschiebungen bis zu 10% haben diese Anteilsübertragungen unentgeltlich zu erfolgen. Das schaut einmal sehr sympathisch aus, aber belegt ja umso mehr, dass nach dieser Vereinbarung es theoretisch auch zu höheren Verschiebungen hätte kommen können. Und da will ich als Käufer wirklich nicht mehr einsehen, warum ich dann ein neues Nutzwertgutachten unterschreiben soll. Wenn mir die Hälfte von meinem Objekt abspenstig gemacht wird. Also ich übertreibe jetzt, aber man weiß ja nicht, was unter Ausnutzung dieser Klausel alles hier geschehen könnte. Bitte sehr. Okay, also Massageraum in der Reihenhausanlage, ich sage es nur lauter, damit die anderen mitdenken können. Ja, das ist eine Umwidmung des Wohnungseigentumsobjekts, eine eigenmächtige. Das ist eine ganz klare Sache. Na gut, das ist dann das nächste Thema. Der Verwalter hat damit nichts zu tun, damit haben wir also schon eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Themenblock. Ganz wichtig im Wohnungseigentum zu erkennen, was ist Verwaltung der Liegenschaft und was sind Angelegenheiten der Wohnungseigentümer. Und all diese Fragen der baulichen Änderungen, der Objekte, der Widmungsänderungen gehen die Verwalterinnen und Verwalter nichts an. Ja, da ist
der rechtliche Hintergrund völlig klar, über den brauchen wir nicht nachdenken. Die Schwierigkeit liegt eher darin, es den Wohnungseigentümern so zu vermitteln, dass sie es auch verstehen, warum man sich da nicht einmengen und darum kümmern kann und darf. Also wenn jetzt ein Wohnungseigentümer eine widmungswidrige Verwendung von seinem Wohnungseigentumsobjekt macht, dann kann der Verwalter und darf der Verwalter nicht einschreiten. Es liegt an den übrigen Wohnungseigentümern, sich zur Wehr zu setzen im streitigen Verfahren mit einer Eigentumsfreiheitsklage. Die Verantwortung des Verwalters würde erst dann beginnen, wenn mit irgendeiner unzulässigen baulichen Umgestaltung Gefahrenmomente geschaffen werden. Für die Sicherheit des Hauses sind wir schon verantwortlich, aber wenn jetzt jemand in der Wohnung drinnen sitzt und dort einen Massagesalon eröffnet hat, dann haben sie das, die Wohnungseigentümer untereinander auszumachen, ist nicht Thema des Verwalters. Und die Pikanterie der Sache liegt ja darin, dass die anderen sich jetzt zur Wehr setzen können. Wenn sie das tun wollen, sind sie auch gut beraten, das möglichst bald zu machen, denn wenn sie das lange Zeit widerspruchslos hinnehmen, dann fingiert man ja deren Zustimmung. Also diese Zustimmung zu einer Widmungsänderung oder baulichen Änderung, die kann ja auch stillschweigend erfolgen. Und da gibt es keine fixen Fristen, von der die Rechtsprechung ausgeht. Da wird man auch zwischen Widmungsänderungen und baulichen Änderungen zu unterscheiden haben. Also innerhalb eines Jahres wird sich da sicher nichts abspielen können und dann wird es vom Einzelfall abhängig sein. Es gab nur in der letzten Zeit eine Entscheidung, wo sehr klar war, da wurde eine Wohnung als Kinderarztpraxis verwendet und das schon über einen Zeitraum von 8 Jahren. Und da hat der OGH gesagt, also wenn das wirklich alle gewusst haben im Haus und keiner hat sich innerhalb dieser 8 Jahre zur Wehr gesetzt, dann wären wir so jedenfalls von einer Zustimmung, von einer stillschweigenden Zustimmung zu dieser Umwidmung auszugehen haben. Bei der Entscheidung geht es überhaupt auch darum, genau zu erkennen, wann sind wir in der Verwaltung, wann ist es ein Thema für die Gemeinschaft, über die auch mehrheitliche Beschlüsse gefasst werden können und wann geht es um die Angelegenheiten der Wohnungseigentümer, wo ein Stück weit jeder für sich Entscheidungen treffen kann, Handlungen setzen kann, wo es aber sehr bald auf Einstimmigkeit hinausläuft, wenn wir im Bereich der Sachverfügung drinnen sind. Also in dem konkreten Fall sollte im Haus einer Anlage ein Fahrradabstellplatz geschaffen werden. Also das schaut einmal ganz klar nach Verbesserung und außerordentlicher Verwaltung aus, aber in baulicher Verbindung mit diesem Fahrradabstellbereich, mit diesem Fahrradabstellplatz, sollte ein terrassenartiger Steg vor einem Wohnungseigentumsobjekt geschaffen werden. Und da war schon immer mehr so klar, ist es jetzt wirklich eine Verbesserung der Gesamtanlage, über die mehrheitlich entschieden werden könnte nach § 29 Absatz 1, oder ist das nicht schon eine eigenmächtige Veränderung, nämlich eine eigennützige Veränderung für den Wohnungseigentümer, der sein Objekt dahinter hat? Das war also der Kern der Auseinandersetzung, ob man für diesen Steg, für diese Terrasse nicht schon die Zustimmung aller gebraucht hätte. Und der Streit wurde dann aufgehängt an dieser Überlegung, ob jetzt auch dieser Steg allen Wohnungseigentümern zugutekommen soll oder nicht. Beim Fahrradabstellbereich war es klar, über das hat man nicht ernsthaft diskutiert, aber wie schaut es mit dem Steg dahinter aus? Sachverhaltsfeststellung, man kommt zwischen dem Fahrradabstellbereich nur mehr sehr schlecht zu diesem Steg. Also man muss sich da schon mal ein bisschen durchzwängen. Vor allem, wenn dort Fahrräder stehen, gibt es praktisch keinen Zugang mehr. Ja? Das heißt, man müsste das letzte Fahrrad schon wegheben, um diesen Steg erreichen zu können. Wiewohl der Beschluss zur Schaffung auch dieses Stegs eindeutig festgelegt hat, dass alle Wohnungseigentümer diesen Steg auch benutzen können. Die Frage für den OGH war, naja, haben wir jetzt auf diese formale Einräumung des Rechts zu achten, oder haben wir nicht viel mehr davon auszugehen, dass ein inhaltsleeres Recht halt kein Recht ist? Ja? Also was hat man von einem Steg, der zwar theoretisch von allen benutzt werden kann, wo aber keiner mehr hinkommt? Und da war es die Gerichtshof, also dann in zweiterem Sinne entschieden und hat gesagt, bitteschön, ein inhaltsleeres Recht ist kein Recht. De facto wurde hier eine Terrasse für einen Wohnungseigentümer geschaffen. Damit ist es aber keine Verbesserung der Liegenschaft. Damit ist es eine eigennützige Veränderung für einen Wohnungseigentümer und das heißt eben konkret Sachverfügung und Einstimmigkeit. Warum man dafür 3 Instanzen gebraucht hat, war mir nicht ganz klar, denn der Beschluss zur Schaffung dieses Steges hielt ja nicht nur fest, dass alle Wohnungseigentümer den benutzen dürfen, der hielt ja schon auch fest, dass der Wohnungseigentümer, dessen Objekt direkt an diesen Steg
anschließt, die Kosten für diese Maßnahme trägt. Ja? Also warum sollte er alleine die Kosten tragen und aufwenden, wenn er nicht der Überzeugung ist, dass es allein ihm zugutekommt? Also solche Altruisten wird man sehr selten in der Praxis finden. Also das war an diesem Beschluss schon verräterisch. Und das Ergebnis war eben, ein Mehrheitsbeschluss kann darüber nicht gefasst werden. Diese Maßnahme ist eben nicht als Verbesserung im Sinne einer außerordentlichen Verwaltung nach 29 Absatz 1 zu qualifizieren, sondern eben als eigennützige Veränderung nach § 16 Absatz 2. Und das Gefüge zu § 16 Absatz 2, was diese eigennützigen Veränderungen betrifft, das kennen Sie. Sie wissen auch, dass gerade diese Umgestaltungen von Wohnungseigentumsobjekten bautechnischer oder widmungstechnischer Art ja das Hauptschlachtfeld in der wohnungseigentumsrechtlichen Judikatur sind. Es gibt keine Bestimmung, zu der es mehr Rechtsprechung gibt, als zum § 16 Absatz 2. Was darf ein Wohnungseigentümer ändern? Wofür braucht er die Zustimmung der Übrigen? Wir wissen, dort, wo es die Zustimmung der Übrigen braucht, könnte man die Zustimmung, die fehlende Zustimmung der Miteigentümer auch durch eine Entscheidung des Außerstreitgerichts ersetzen lassen. Das heißt, es gibt Entscheidungen im außerstreitigen Verfahren, wo es um die Genehmigungsfähigkeit einer genehmigungspflichtigen Maßnahme geht. Es gibt Entscheidungen im streitigen Verfahren, wo sich ein Wohnungseigentümer gegen eine bereits erfolgte eigenmächtige Änderung zur Wehr setzt. Hier wiederum eine recht herzige Begebenheit. Es ist in einer Wohnhausanlage ein Wohnungseigentumsobjekt als Bar gewidmet und der betreffende Wohnungseigentümer behauptet, naja, wenn es als Bar gewidmet ist, dann darf ich dort auch das Prostitutionsgewerbe betreiben. Der Begriff Bar würde das letztendlich abdecken und umfassen. Wenig überraschend ist der oberste Gerichtshof zur gegenteiligen Beurteilung gekommen und gesagt, bitte, Bar ist nicht mit Prostitutionsbetrieb gleichzusetzen. Also das geht über die eigentliche Widmung schon hinaus. Man muss also zur Ehrenrettung der verfahrensbeteiligten Personen sagen, ein bisschen subtiler war die Geschichte schon, weil der Wohnungseigentümer, der dort diesen Prostitutionsbetrieb geführt hat, der hat ja nicht nur behauptet, dass das schon mit der Widmung als Bar im Einklang stünde, er hat behauptet, und das war eigentlich sein Hauptargument, dass zum Zeitpunkt der Wohnungseigentumsbegründung ja alle Miteigentümer genau wussten, was er dort macht. Und hat gesagt, bitte, die Widmungsfragen unterliegen auch keinen Formvorschriften. Das heißt, wenn alle wissen, das ist ein Bordell und dann steht im Nutzwertgutachten Bar, dann ist es aber im Sinne des Wissens aller Beteiligten auszulegen. Allein das konnte nicht bewiesen werden. Es konnte nicht bewiesen werden, dass jeder Wohnungseigentümer das wusste, was sich dort wirklich hinter den Türen dieses Objektes abspielt. Und damit war es also ein leichtes für den obersten Gerichtshof zu sagen, nein, also wenn du aus dieser Bar was anderes machen willst, dann brauchst halt die Zustimmung aller Übrigen. Die wird der Wohnungseigentümer natürlich nie bekommen. Und wenn er sie nicht hat, könnte er die fehlende Zustimmung, wie gesagt, durch eine Entscheidung des Außerstreitrichters ersetzen lassen, die wird er auch nicht kriegen. Ja? Also die Interessenbeeinträchtigung der Übrigen scheint also hier doch durchaus auf der Hand zu liegen. Die nächste Entscheidung ist wiederum eine, die uns Neues vermittelt, wo nicht nur Neues zum Ausdruck gebracht wird, sondern wo es geradezu zu einer durchaus dramatischen Wende in der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs gekommen ist. Es geht um die Frage, wie gehen wir mit Wohnungseigentumsobjekten um, die schlechthin zu Geschäftszwecken gewidmet sind, ohne dass dieser Geschäftszweck näher eingegrenzt wäre. Ja, da steht einfach nur Geschäft. Die Frage ist, was darf ich als Wohnungseigentümer dort machen, beziehungsweise wie schaut das aus, wenn ich eine Änderung meiner Geschäftstätigkeit vornehmen möchte? Kann ich das ohne Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer oder muss ich nicht doch fragen und diese Zustimmung erwirken? Die bisherige Rechtsprechung hat das relativ restriktiv gesehen. Die hat gesagt, bitte, wenn du keine spezifische Geschäftsraumwidmung hast und du willst deinen Geschäftsbetrieb ändern, dann wirst du immer dann, wenn die Änderung des Geschäftsbetriebs mit möglichen Beeinträchtigungen der übrigen Miteigentümer verbunden ist, die Zustimmung der anderen brauchen. Wir haben also einen Vorher-Nachher-Vergleich anzustellen. Wird es für die übrigen schlechter, weil mehr Emissionen, weil mehr Störungen zu befürchten sind, dann brauchst du deren Zustimmung. Wird es für die anderen nicht schlechter oder sogar besser? Also aus einem Gastronomiebetrieb soll also irgendein ganz, ganz stilles Büro werden.
ja, dann wirst du die Zustimmung nicht einfordern müssen. Und von dieser Rechtsprechung ist nach der hier zu besprechenden Entscheidung nicht mehr sehr viel übrig geblieben, genauer gesagt gar nichts. Der Oberste Gerichtshof verklausuliert es nur zu elegant. Er sagt, die bisherige Rechtsprechung, die ist zumindest zu relativieren. In Wahrheit kommt es hier zu einer durchaus radikalen Wende. Die Anschauung, die der Oberste Gerichtshof in dieser Entscheidung preisgibt, ist, wenn das Wohnungseigentumsobjekt keine spezifische Widmung hat, sondern nur zu Geschäftszwecken ganz allgemein gewidmet ist, dann wird der Wohnungseigentümer dort auch alles machen dürfen. Ja, dann ist seine Nutzung nicht näher beschränkt. Das heißt, das steht im Vordergrund. Die Änderung würde sich ja dann immer noch im Rahmen der Widmung des Wohnungseigentumsobjekts bewegen, egal was der nachher machen will. Und damit braucht er nicht die übrigen zu fragen. Er ist nicht auf die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer angewiesen. Diese Entscheidung bedeutet, dass sich wahrscheinlich auch die Vertragspraxis gehörig ändern wird, denn diese unspezifischen Widmungen, die wird man halt jetzt in Zukunft immer mehr riskieren, weil unspezifische Widmung heißt eigentlich Freibrief für den Wohnungseigentümer, dort jeder beliebigen geschäftlichen Tätigkeit nachzugehen. Ich rufe die Entscheidung in Erinnerung, die wir vor 3 Minuten besprochen haben mit dem Prostitutionsbetrieb. Das heißt, um unliebsame Überraschungen der übrigen Miteigentümer zu verhindern, wird es notwendig sein, doch eine relativ genaue Widmung festzulegen. In dem konkreten Fall war es also so, dass ein Wohnungseigentumsobjekt, ein größeres Wohnungseigentumsobjekt aus vielen, vielen Räumen und Stockwerken bestehend, als Flüchtlingsunterkunft Verwendung gefunden hat. Und da war es die Gerichtshof hat gesagt, ja, das wird auf jeden Fall möglich sein. Man wusste in dem konkreten Sachverhalt nicht so wirklich über die eigentliche Widmung des Wohnungseigentumsobjektes Bescheid, aber man hat festgestellt, entweder haben wir gar keine spezifische Widmung und wenn es keine spezifische Widmung gibt, dann darf das auch ein Flüchtlingsquartier sein, oder wir haben eine Widmung als Beherbergungsbetrieb, das war eine zweite Variante, die im Raum stand, und dann darf das auch ein Flüchtlingsquartier sein, denn dass Flüchtlingsquartiere üblicherweise in ehemaligen Beherbergungsbetrieben etabliert werden, ist also auch als Erfahrungstatsache hinzunehmen. Die nächste Entscheidung betrifft wieder so einen klassischen Änderungswunsch eines Wohnungseigentümers, der hat eine große Wohnung mit über 170 Quadratmetern. Er will sie insofern verändern, als er einen zweiten Zugang zu dieser Wohnung schaffen möchte. Jetzt wissen wir also schon, wenn er einen zweiten Zugang schafft, dann dringt er in die Außenhaut ein. Das heißt, es ist ein baulicher Eingriff in allgemeine Teile der Liegenschaft. Und wenn ich also eine bauliche Änderung vorhabe, die auch allgemein Teile der Liegenschaft berührt, dann ist also die Genehmigungsfähigkeit schon ganz, ganz, ganz streng zu betrachten, weil dann kommt nicht nur der § 16 Absatz 2 Ziffer 1 ins Spiel, sondern auch die Ziffer 2. Nach der Ziffer 1 ist einmal zu prüfen, ob es zu einer Interessenbeeinträchtigung der anderen kommt. Nach der Ziffer 2 muss der Wohnungseigentümer eben auch von sich aus darlegen, warum diese Änderung der Verkehrsübung oder einem wichtigen Interesse entspricht. Beim Mietermann gehört, der braucht beides Verkehrsübung und wichtiges Interesse, der Wohnungseigentümer braucht eines von beidem. Und beides, nämlich die Verkehrsübung und das wichtige Interesse, hat man diesem Wohnungseigentümer aberkannt. Man hat zwar eingeräumt, dass wir in Zeiten von Wohnungsknappheit leben, in Zeiten steigender Immobilienpreise und sinkender Bewohnerzahlen, dass der Neubau kleinerer Einheiten im Trend liegen könnte, was aber nicht bedeutet, dass es verkehrsüblich sei oder einem wichtigen Interesse des Wohnungseigentümers entspreche, schlicht und einfach einen zweiten Zugang zu seiner großen Wohnung zu schaffen, um dann dereinst diese Wohnung teilen zu können. Auf das soll es ja hinauslaufen. Ich behaupte, dass natürlich diese Entscheidung auch ganz wesentlich davon geprägt war, was der antragstellende Wohnungseigentümer vorgebracht hat. Ja? Und wenn der halt nichts Überzeugendes vorbringt, dann darf er sich nicht wundern, wenn es so ausgeht. Ja? Warum wird einer eine Wohnung teilen wollen? Welcher Verdacht steht dann im Raum? Na, du wirst einen Teil dieser Wohnung vermieten wollen. Das heißt, du hast ein Ertragsinteresse und ein Ertragsinteresse ist halt ein wirtschaftliches Interesse und das genügt den Anforderungen an ein wichtiges Interesse im Sinne des § 16 Absatz 2 Ziffer 2 nicht. Was hätte er sonst noch behaupten können?
für die Kinder oder ich werde nicht jünger, ich brauche vielleicht einmal eine Betreuungsperson, die Betreuungsperson muss auch wo wohnen, die braucht eigene Wohneinheit. Wenn er mit derartigen Interessen dahergekommen wäre, die wirklich im persönlichen oder familiären Bereich liegen, dann wäre es unter Umständen noch anders ausgegangen. Ja? Also es ist ganz, ganz wichtig, der Antrag des Wohnungseigentümers und die Einwendungen der übrigen bestimmen den Verfahrensgegenstand. Was nicht vorgebracht wird, ist er nicht zu prüfen. Also da ist dann natürlich auch ein Stück Fantasie gefragt, was das eigene Vorbringen betrifft. Die Entscheidung ist sehr speziell, die erspare ich Ihnen. Nächste Entscheidung, ganz schnell erzählt, ganz interessant auch für die Verwaltung von Liegenschaften, worauf läuft es hinaus? Es geht um ein Mischhaus. Sie wissen, was mit dem Begriff des Mischhauses gemeint ist. Es geht um Wohnungseigentumsbegründungen, die vor dem 1. Juli 2002 stattgefunden haben. Und vor dem WEG 2002 war es ja noch möglich, dass auf einer Liegenschaft auch sukzessive, schrittweise Wohnungseigentum begründet wurde. Also man hat abverkauft, das, also was man abverkauft hat, ist ins Wohnungseigentum umgewandelt worden und der Rest ist halt schlichtes Miteigentum geblieben. Das heißt, das Mischhaus kennzeichnet sich dadurch, dass wir schlichtes Miteigentum und Wohnungseigentum nebeneinander haben. In dem konkreten Fall haben wir eine Liegenschaft, wo es ein sehr, sehr konsequentes Splitting zwischen den Anteilen, die mit Wohnungseigentum verbunden sind, und den schlichten Miteigentumsanteilen gekommen ist. Auf der Liegenschaft zwei Gebäude. Alle Anteile, die mit Wohnungseigentum verbunden waren, in dem einen Gebäude, alle schlichten Miteigentumsanteile in dem anderen Gebäude. Man hat also auch intern völlig getrennt gedacht. Da waren die Wohnungseigentümer, da waren die schlichten Miteigentümer. Die schlichten Miteigentümer haben in ihrem Haus eine Vermietungsgesellschaft oder Gemeinschaft gebildet. Man hat auch abweichende Abrechnungseinheiten konstruiert und das Splitting ist so weit gegangen, dass man auch zwei unterschiedliche UID-Nummern gehabt hat. Für die Eigentümergemeinschaft einerseits und für die schlichte Miteigentumsgemeinschaft andererseits. Und jetzt haben sie die schlichten Miteigentümer zusammengesetzt und eine Sanierung des Hauses beschlossen. Und dann hat man diese Sanierung in Auftrag gegeben als Miteigentumsgemeinschaft. Abgewickelt wurde das über den Verwalter der Liegenschaft. Dann wurde saniert, dann hat der Professionist sein Geld nicht bekommen oder nicht zur Gänze und dann hat der Professionist einen der schlichten Miteigentümer geklagt und hat gesagt, bitte, wenn ich also von den schlichten Miteigentümern oder von dieser schlichten Miteigentumsgemeinschaft beauftragt werde, dann gehe ich von einer Solidarhaftung aller Miteigentümer aus. Und der oberste Gerichtshof hat gesagt, nichts da, ja, wir haben auf dieser Liegenschaft zumindest teilweise Wohnungseigentum. Es ist zwar ein Mischhaus, aber teilweise ist ja das Wohnungseigentum schon existent. Sobald wir es teilweise mit Wohnungseigentum auf der Liegenschaft zu tun haben, gelten bereits die Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes. Gibt es bereits eine Eigentümergemeinschaft, der auch alle schlichten Miteigentümer angehören und alle Verwaltungsangelegenheiten fallen in die Kompetenz dieser Eigentümergemeinschaft. Das heißt, der wahre Auftraggeber ist die Eigentümergemeinschaft und der Professionist kann jetzt nicht einen schlichten Miteigentümer klagen, er hätte die Eigentümergemeinschaft klagen müssen. Es gibt im Wohnungseigentum eben auch keine Solidarhaftung der Wohnungseigentümer, wie Sie wissen, sondern nur eine subsidiäre Ausfallhaftung. Das, was in der Rücklage nicht gedeckt ist, dafür haben dann die Wohnungseigentümer im Hintergrund gemäß ihrem Anteil gerade zu stehen. Ja, gegenüber, ja, aber dort, wo es gesetzlich vorgesehen ist, also für wenn es entsprechend vereinbart ist, wenn es entsprechend vereinbart ist oder wenn es entsprechende gesetzliche Vorschriften gibt. Ja? Also auch für diverse öffentlichen Abgaben gibt es Solidarhaftungen, aber grundsätzlich gibt es im Wohnungseigentum die Solidarhaftung nicht. Ein Gemeinschaftsdarlehen, ja, dann nimmt die Gemeinschaft das Darlehen auf, dann wird, wenn das Darlehen nicht bedient wird, einmal die Gemeinschaft geklagt. Ja, also der Darlehensgeber, die Bank, wird die Gemeinschaft klagen. Naturgemäß wird es in der Rücklage nichts geben, weil sonst hätte die Gemeinschaft kein Darlehen aufnehmen müssen. Das heißt, wir sind dann sehr, sehr bald bei der subsidiären Ausfallhaftung der Wohnungseigentümer. Das ist aber keine Solidarhaftung, sondern eine anteilige. Nur anteilig. Also nur unter Anführungszeichen. Aber das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Gut,
Ja, Benutzungsentgelt für rechtsgrundlose Verwendung. Da hat der Wohnungseigentümer der nächste Schritt. Nicht? Der hat also das Ausbaurecht bekommen für den Dachboden. Das hat man ihm auch zugestanden. Man hat auf Grundlage des neu ausgebauten Dachbodens bereits ein neues Nutzwertgutachten eingeholt. Das haben auch alle unterschrieben. Verbüchert wurde das neue Nutzwertgutachten aber nicht, weil dieser Wohnungseigentümer den Dachgeschossausbau entgegen den Plänen und ohne Bewilligung vorgenommen hat. Sei es drum, dass jetzt dieser Wohnungseigentümer konkret in allgemeinen Teilen der Liegenschaft drinnen gesessen ist, das hat sie weniger gestört als die Tatsache, dass er dafür nichts bezahlt hat. Ja, also sein Objekt war in Wahrheit schon viel größer. Es hat ja allgemeine Teile der Liegenschaft umfasst mittlerweile, aber für die allgemeinen Teile der Liegenschaft hat er halt nichts bezahlt, weil er immer noch nach den grundbücherlichen Anteilen verteilt wurde. Die Gemeinschaft hat hier Benutzungsentgelt geltend gemacht. Die Rechtsfrage war, ist dieser Anspruch auf Benutzungsentgelt überhaupt an die Gemeinschaft abtretungsfähig nach § 18 Absatz 2? Und am Ende des Tages hat der Oberste Gerichtshof diese Frage bejaht. Gut, die Entscheidung ist jetzt schon ein bisschen älter. Anträge zur Durchsetzung der Pflichten des Verwalters sind im Außerstreitverfahren geltend zu machen. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr über die verfahrensrechtliche Dimension sprechen, als über den faktischen Hintergrund dieser Entscheidung. Der Verwalter war aufgrund eines Beschlusses der Eigentümergemeinschaft auch in der ordentlichen Verwaltung auf Weisungen der Mehrheit angewiesen oder auf Beschlüsse der Mehrheit angewiesen, sobald die ordentlichen Verwaltungsmaßnahmen eine bestimmte Kostengrenze überschreiten. Ja, also die Weisung war, wenn eine Maßnahme mehr als 3.500 Euro kostet, dann brauchst du einen Beschluss der Eigentümergemeinschaft. Das ist eine Sache, die höchst problematisch ist, weil damit auch eine gesetzliche Logik durchbrochen wird. Das Gesetz hat sich schon was dabei gedacht, als es angeordnet hat, dass eben nur im Bereich der außerordentlichen Verwaltung Beschlussnotwendigkeiten bestehen. Im Bereich der ordentlichen Verwaltung braucht der Verwalter auch Beweglichkeit. Es wäre völlig unerträglich, wenn die wichtigsten Erhaltungsmaßnahmen gar nicht mehr umgesetzt werden könnten, weil halt die dafür notwendigen Beschlüsse gar nicht zustande kommen. Und wenn jetzt im Verwaltungsvertrag oder auf Grundlage eines späteren Beschlusses diese Logik durchbrochen wird und man bestimmte Maßnahmen der ordentlichen Verwaltung sehr wohl wieder von einem Beschluss abhängig macht, dann droht genau das, was der Gesetzgeber verhindern wollte, nämlich Blockade in auch sehr wichtigen Angelegenheiten. Und das ist wie aus dem Bilderbuch eine wirklich dazu passende Geschichte. Stiegenhausfenster undicht, die Wohnungseigentümer wollen, dass der Verwalter natürlich diesen Schaden beheben lässt. Er tut es auch. Und dann gab es also diesen einen berühmten Wohnungseigentümer, der es dann genau wissen wollte, der gesagt hat, jetzt hast du bitte knapp 30.000 Euro ausgegeben für die Sanierung der Stiegenhausfenster, wo du doch ab 3.500 Euro einen Beschluss brauchst. Also ich klage das jetzt ein, ich mache Unterlassung geltend. Das war das Glück für den Verwalter, dass er im streitigen Verfahren das alles durchsetzen wollte, weil dann der OGH gesagt hat, falsche Verfahrensart, das hättest du im Außerstreitverfahren machen müssen, daher hebt man das gesamte bisherige Verfahren auf. Aber das dahinterliegende Problem sei also noch einmal klar gemacht, irgendwelche Kostenbeschränkungen für Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung tun schlicht und einfach nicht gut. Überprüfung von Abrechnungen im Wohnungseigentum, das ist genau das gleiche wie bei Beschlussanfechtungen. Es hat sich da unter Anwältinnen und Anwälten eine Sitte breit gemacht, die der Oberste Gerichtshof gar nicht gutiert. Und diese Sitte lautet, na machen wir auf Verdacht einmal einen Antrag, es wird schon was hängen bleiben. Also wir bestreiten eine gelegte Abrechnung oder wir bekämpfen einen Beschluss und aus anwaltlicher Vorsicht bringen wir ganz abstrakt irgendwas vor. Der Oberste Gerichtshof erinnert daran, dass es bei diesen Anträgen im Außerstreitverfahren ein Konkretisierungserfordernis, ein Bestimmtheitserfordernis gibt. Also bei der Überprüfung der Abrechnung schaut es eben so aus, dass der antragstellende Wohnungseigentümer auch genau anzugeben hat, was an der gelegten Abrechnung auszusetzen hat. Das muss ein sehr konkretes, bestimmtes Vorbringen sein. Also einfach zu sagen, die Abrechnung passt nicht oder das sind irgendwelche Zahlungsflüsse, die ich nicht verstehe, das führt nicht zum gewünschten Erfolg. Ja, also spätestens dann, wenn der Antragsteller aufgefordert wird, sein Vorbringen zu konkretisieren, wird ihm etwas einfallen müssen.
genau das Gleiche, wie gesagt, bei Beschlussanfechtungen. Es gibt bestimmte Gründe für eine Beschlussanfechtung und zu diesen Gründen werde ich halt auch entsprechendes Vorbringen erstatten müssen. Nächstes Thema an einem mit Wohnungseigentum verbundenen Miteigentumsanteil ist ein Fruchtgenussrecht eingeräumt, ein verbüchertes Fruchtgenussrecht. Was bedeutet das für die Verwaltung der Liegenschaft? Alle Gestaltungsrechte im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung liegen beim Fruchtnießer. Ja. Das heißt, der Fruchtnießer ist zur Versammlung zu laden. Der Fruchtnießer ist stimmberechtigt bei Umlaufbeschlüssen und ähnlichem mehr. Das bitte zu berücksichtigen. Die Pflichten aus dem Gemeinschaftsgefüge, also vor allem die Zahlungspflichten der Eigentümergemeinschaft gegenüber, die verbleiben beim bücherlichen Wohnungseigentümer, aber die Mitwirkungsrechte im Rahmen der gemeinschaftlichen Willensbildung, die kommen dem Fruchtnießer zu, sofern das eben auch entsprechend verbüchert ist. Die nächste Entscheidung ist wiederum eine eher grundlegende. Es geht um die Frage der additiven Beschlussfassung, dieser additiven Willensbildung, die das Gesetz für die Eigentümerversammlung vorsieht. Sie wissen das, wenn man in der Eigentümerversammlung zu keinem eindeutigen Beschlussergebnis kommt. Und ein eindeutiges Beschlussergebnis haben wir nur dann, wenn 50,01% der Anteile eindeutig Ja oder Nein sagen. Dann sind ja alle Wohnungseigentümer, die an der Versammlung nicht teilgenommen haben und in der Versammlung nicht wirksam vertreten waren, gesondert zu befragen, um dem Beschluss halt die Chance zu geben, doch noch zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen. Und die Frage war jetzt kurz gesagt, gibt es das auch beim Umlaufbeschluss? Ja, kann man also, nachdem die Rückäußerungsfrist verstrichen ist und man die Stimme ausgewertet hat und draufgekommen ist, wir haben noch kein eindeutiges Ergebnis, kann man dann gesondert noch einmal nur jene Wohnungseigentümer kontaktieren, die bislang ihre Stimme noch nicht abgegeben haben? Und die klare Antwort des obersten Gerichtshofs ist nein. Ja, die additive Beschlussfassung gibt es nur bei der Versammlung. Beim Umlaufbeschluss gibt es das nicht. Du kannst schon auch beim Umlaufbeschluss die Rückäußerungsfrist ausdehnen, wenn noch nicht genug da ist. Das musst du aber allen Wohnungseigentümern kommunizieren, auch denen, die bereits abgestimmt haben. Der Unterschied liegt darin, dass man in der Versammlung sofort an die abgegebene Stimme gebunden ist und man eh nichts mehr ändern kann. Das heißt, wenn man im Nachhinein ausschließlich diejenigen befragt, die noch nicht dort waren, verletzt man nicht die Mitwirkungsrechte derer, die bereits in der Versammlung abgestimmt haben. Beim Umlaufbeschluss, beim schriftlichen Beschluss, tritt die Bindung an die abgegebene Stimme aber erst mit Bekanntgabe des Beschlussergebnisses ein. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt kann sich ja jeder noch anders überlegen. Und damit ist natürlich die Ausdehnung der Rückäußerungsfrist auch für jene Wohnungseigentümer relevant, die bereits abgestimmt haben, denn dementsprechend länger haben sie auch Zeit, ihr Stimmverhalten zu hinterfragen. Also, wenn Sie bei einem schriftlichen Beschluss zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen, Sie wollen die Rückäußerungsfrist verlängern, um die Chance am Leben zu erhalten, noch zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen, dann dürfen Sie und können Sie das tun. Sie müssen nur alle Wohnungseigentümer darüber informieren, auch diejenigen, die bereits von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben. Die Entscheidung ist sehr, sehr anschaulich, was die Unterscheidung ordentliche und außerordentliche Verwaltung anbelangt. Ich komme gleich auf den Kern der Sache zu sprechen. Es geht also um Innenhofbalkone, Pavlatschen, in einem Gebäude, das 100 Jahre alt ist und jetzt stand zur Diskussion, sanieren wir die bestehenden oder tauschen wir es gleich aus? Sie sehen auf der nächsten Folie dann auch die dazugehörigen Kostenpositionen. Also die Frage war, Neuerrichtung um 170.000 Euro oder eine wirtschaftlich noch sinnvolle Sanierung um 90.000 Euro. Also bei dieser Gegenüberstellung wird klar, dass die Neuerrichtung dieser Balkone um 170.000 Euro über den bloßen Erhaltungszweck hinausgeht. Wie gesagt, wirtschaftlich wäre es darstellbar und sinnvoll, es um etwa den halben Betrag zu sanieren. Also damit ist also klar, dass wir bei einem Beschluss über die Neuerrichtung im Bereich der außerordentlichen Verwaltung drinnen sind. Und dort gibt es also dann auch noch diese speziellen inhaltlichen Beschlussanfechtungsrechte.
Hier deine Entscheidung zur Beschlussanfechtung nach 24.6, das ist diese formelle Anfechtung, die es sowohl bei der ordentlichen als auch der außerordentlichen Liegenschaftsverwaltung gibt. Also ich kann innerhalb eines Monats ja den Beschluss bekämpfen unter Hinweis darauf, dass im Rahmen der Willensbildung formelle Mängel unterlaufen sind, dass der Beschluss gesetzwidrig ist oder dass die erforderliche Mehrheit fehlt. Und auch hier wieder dieses Bestimmtheitserfordernis oder so eine Art Eventualmaxime. Ich habe für die Beschlussanfechtung einen Monat Zeit ab Aushang des Beschlusses und ich muss auch die Gründe, auf die ich mich stütze, innerhalb dieses Monats geltend machen. Das heißt, ich kann nicht im Verfahren dann irgendwann einmal weitere Gründe geltend machen. Ich kann nicht diesen Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit bekämpfen und dann erst im Verfahren nach 5 Monaten sagen, ja, und außerdem irgendwelche formellen Mängel sind dort auch passiert. Ja. Also ich habe auch für die Gründe, die ich geltend mache, nur einen Monat Zeit. Ja, hier auch zum dynamischen Erhaltungsbegriff nichts Neues. Es geht also hier um Austausch von reparaturbedürftigen Holzfenstern gegen entsprechend moderne Kunststoffelemente. Grundsätzlich ist das mal der ordentlichen Verwaltung zuzurechnen, wobei also auch hier immer diese Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte mit in die Betrachtung zu ziehen sind. Also wenn die Sanierung der bestehenden Holzfenster schon nicht mehr so sinnvoll erscheint oder wenn zumindest der Austausch gegen Kunststoffelemente eine gleichwertige Alternative ist, dann könnte man das also ohne weiteres als dynamische Erhaltung auffassen. Ja, hier dann noch eine interessante Entscheidung zur gerichtlichen Festsetzung von abweichenden Aufteilungsschlüsseln bzw. abweichenden Abrechnungseinheiten. Ganz kurz erzählt, wir sind in einem Haus, wo der Lift außer Betrieb gesetzt wurde. Das hat der Verwalter gemacht, um einer behördlichen Schließung des Liftes zuvorzukommen. Jetzt geht der Wohnungseigentümer, der im Erdgeschoss sein Objekt hat, zu Gericht und will vorsorglich für den Fall, dass der Lift wieder in Betrieb genommen wird, einen abweichenden Aufteilungsschlüssel unter Hinweis darauf, dass er als Erdgeschosswohnungseigentümer diesen Lift ja nicht oder kaum sinnvoll verwenden kann. Und die Unterinstanzen haben den ausrutschen lassen und haben gesagt, nein, du kannst diesen Antrag nicht stellen, weil diesen Antrag kannst du nur dann stellen, wenn es unterschiedliche objektive Nutzungsmöglichkeiten gibt. Nachdem der Lift aber zurzeit gar nicht funktioniert, hast du genau dieselben Verwendungsmöglichkeiten wie alle anderen Wohnungseigentümer, nämlich keine. Ja. Ich sehe da keinen Unterschied, was die Nutzungsmöglichkeiten betrifft. Der oberste Gerichtshof hat es zum Glück anders gesehen und gesagt, das ist ein Blödsinn. Da geht es nur um subjektive Erwägungen. Jeder Wohnungseigentümer kann den Antrag stellen, dass der Lift wieder in Betrieb genommen wird. Die Mehrheit kann das auch beschließen. Das heißt, irgendwann wird der Lift wieder fahren und dem Wohnungseigentümer im Erdgeschoss wird man also auch die Möglichkeit einräumen müssen, vorsorglich diesen abweichenden Aufteilungsschlüssel durchzuboxen. Weil wenn er das erst dann tun kann, wenn der Lift wieder fährt, dann ist er automatisch zu spät dran und müsste die Sanierungskosten des Liftes ja sehr wohl mittragen. Und genau darum geht es ihm ja. Sie wissen ja, ein abweichender Aufteilungsschlüssel oder eine abweichende Abrechnungseinheit, der oder die gerichtlich beantragt wird, wirkt ja erst ab der Antragstellung folgenden Abrechnungsperiode. Das heißt, wenn ich erst in der Periode den Antrag stellen kann, wo der Lift wieder läuft, bin ich automatisch zu spät dran, was die Sanierungskosten anbelangt. Gut, ein letztes noch zum Wohnungseigentum. Erwerberschutzbestimmung des § 37 Absatz 4, ganz wichtiges Thema. In einem Gebäude, das schon älter als 20 Jahre ist, soll Wohnungseigentum begründet werden. Jetzt gibt es eine ganz, ganz wichtige Erwerberschutzbestimmung, die sagt, wenn das der Fall ist, dann muss der Wohnungseigentumsorganisator dem Wohnungseigentumsbewerber ein Gutachten über den Bauzustand der allgemeinen Teile des Hauses vorlegen und über in absehbarer Zeit anfallende Erhaltungsarbeiten. Tut er das nicht, gilt ein Erhaltungszustand als vereinbart, der in den nächsten 10 Jahren keine größeren Aufwendungen erfordert. Ganz, ganz wichtiges Thema, diese Bestimmung gibt es seit 20 Jahren. So weit, so gut, so weit, so klar. Das Spektakuläre an der Entscheidung liegt darin, dass der oberste Gerichtshof die Schutzwirkung dieser Bestimmung über den Zeitpunkt der Wohnungseigentumsbegründung ganz erheblich ausdehnt und sagt, bitte, dieser 37 Absatz 4 spielt immer
noch eine Rolle, solange der ursprüngliche Wohnungseigentumsorganisator noch veräußert. Also wenn der sukzessive verkauft über Jahre und Jahrzehnte hinweg, dann hat er jeden Kaufvertrag ein derartiges Gutachten beizulegen, was nicht so ohne ist, weil das Gutachten darf nicht älter als ein Jahr sein. Ja. Der Anlassfall war ein ganz augenscheinlicher Wohnungseigentumsbegründung im Jahr 1984 und das verfahrensgegenständliche Kaufgeschäft wurde im Jahr 2009 abgeschlossen. Also genau ein Vierteljahrhundert nach der Wohnungseigentumsbegründung. Also aus dieser klassischen Erwerberschutzphase, Rechtsbeziehung Wohnungseigentumsorganisator, Wohnungseigentumsbewerber, waren wir schon lang heraus. Der OGH hat aber gesagt, das macht nichts. Solange es noch die Erstveräußerung durch den ursprünglichen Wohnungseigentumsorganisator ist, kommt diese Schutzbestimmung zum Tragen. So, ganz kurz noch zum Maklerrecht. Da möchte ich also vor allem diese Entscheidung, bitte, ja. Nein, also wir haben da, ja, so ist es. Wir wissen auch nicht, was dieses Gutachten können muss. Ja. Wir wissen nur, das muss also ein Ziviltechniker fürs Bauwesen sein oder ein Sachverständiger fürs Hochbauwesen, wie genau der sich das Haus anschauen muss, ja. Ob eine augenscheinliche Begutachtung ausreicht oder ob er auch substanzielle Prüfungen vornehmen muss, das wissen wir nicht. Und lieber Hubert, du hast völlig recht, wir wissen auch nicht, ob er nur über die anstehenden Haltungsarbeiten informieren muss oder ob er die auch in irgendeiner Form zu beziffern hat. Wenn man den Erwerberschutz ernst nimmt, dann muss man von Zweiterem ausgehen, weil was habe ich denn als Konsument davon, wenn ich weiß, das und das wird jetzt anstehen. Ich kann ja mein Risiko nur dann bewerten und einschätzen, wenn ich auch mit konkreten Zahlen konfrontiert werde. Also ich denke schon, dass da natürlich auch eine entsprechende Kostenprognose angestellt werden muss. So, diese Entscheidung noch zum Maklerrecht. Wenn ein Wohnungseigentumsobjekt der Vermittlungsgegenstand sein soll, dann stellt sich also die Frage, welche Informationspflichten, welche Aufklärungspflichten treffen denn den Makler? Und das Neue in dieser Entscheidung ist, also neu, der OGH hat sie in der expliziten Form noch gar nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Das, was also erstmals zum Ausdruck gebracht wird, ist der Umstand, dass der Makler nicht nur, wie bei jedem Vermittlungsgeschäft, sich das Grundbuch ganz genau anschauen muss, dass er bei der Vermittlung eines Wohnungseigentumsobjektes sich auch mit den, sage ich jetzt einmal, Begründungsdokumenten des Wohnungseigentums beschäftigen muss, sprich dem Wohnungseigentumsvertrag und auch dem Nutzwertgutachten. Das ist dem Obersten Gerichtshof ein großes Anliegen, weil man im Wohnungseigentumsvertrag feststellen kann, ob es nicht schon irgendwelche schriftlichen Vereinbarungen aller Wohnungseigentümer gibt. Konkret geht es um Benutzungsvereinbarungen über allgemeine Teile der Liegenschaft. Es geht um abweichende Aufteilungsschlüssel, abweichende Abrechnungseinheiten. Wir müssen uns auch das Nutzwertgutachten anschauen. Das ist also wichtig, um auch klare Feststellungen darüber treffen zu können, was denn alles als Zubehör zum Wohnungseigentumsobjekt dazukommt. Sie wissen schon, Wohnrechtsnovelle 2015 hat zwar ein Problem beseitigt, der Gesetzgeber hat klargestellt, eine Verbücherung des Zubehörs braucht man nicht, das war auch nie notwendig, aber diese eindeutige Zuordnung des Zubehörs zu dem betreffenden Wohnungseigentumsobjekt muss ja aus dem Nutzwertgutachten bzw. dem Wohnungseigentumsvertrag hervorgehen. Das müssen wir prüfen, denn wenn es diese eindeutige Zuordnung nicht gibt, dann gibt es auch kein Zubehör. Dann sind diese Kellerräumlichkeiten und diese Gartenflächen in Wahrheit allgemeine Teile der Liegenschaft. Also da muss man schon ganz genau hinschauen und muss ganz genau prüfen. Eine weitere Entscheidung, die Altbekanntes zum Haftungsrecht wiedergibt: Ich muss als Makler Dinge nicht authentisch prüfen. Ich darf Dinge auch weitergeben, die an mich herangetragen werden, sofern sie glaubhaft sind und sofern ich nicht den Eindruck erwecke, es selber authentisch geprüft zu haben. Also das beste Wording für den Makler ist immer: Nach Angabe des Eigentümers ist es so und so. Wenn diese Information objektiv glaubhaft ist, bin ich als Makler auf der sicheren Seite. Man kann mir keine Fehlinformation vorwerfen. Hier ein typischer Fall, es wird ein Gutachten vorgelegt, ein Sachverständigengutachten nach § 6 Absatz 2. Der Sachverständige stützt sich in diesem Gutachten auf baubehördlich genehmigte Pläne und Bescheide. Makler vermittelt auch auf der Grundlage dieses Gutachtens, hat nie gesagt, er hat sich selber irgendwas angeschaut dazu, er hat wirklich nur dieses Gutachten verwendet,
am Ende des Tages stellt sich heraus, dass das betreffende Objekt nicht baubewilligt war. Und jetzt hat man dem Makler zum Vorwurf gemacht, das hast du mir nicht gesagt, du hättest mir doch sagen müssen, dass es hier an einer Baubewilligung fehlt. Der oberste Gerichtshof sagt, nein, der Makler hat das gar nicht wissen müssen. Ja? Also er hat ja keine Information unterdrückt, er hat es selber nicht gewusst. Und wenn er von einem Sachverständigen ein Gutachten bekommt, und da steht ausdrücklich drinnen, ich begutachte etwas aufgrund der bewilligten Pläne, so besteht für den Makler mitnichten Anlass dafür, am Vorliegen dieser Baubewilligungen zu zweifeln. Gut, und jetzt zum Abschluss. Ich glaube, die anderen Sachen sind jetzt nur mehr von... Ja, das erzähle ich Ihnen dann noch ein bisschen näher. Die Entscheidung machen wir noch und dann noch zwei Fragen, die ich aus der Maklerperspektive dann auch noch mit auf den Weg bekommen habe. Fangen wir vielleicht mit den zwei Fragen an. Wird die Finanzamtsgebühr bei Mietverträgen bei Vertragsverlängerung wieder fällig? Klare Antwort, ja, weil die Vertragsverlängerung muss dann wieder schriftlich erfolgen, wenn wir in der Voll- und Teilanwendung des MRG sind und jede schriftliche Verlängerung eines Mietvertrages löst erneut eine Vergebührungspflicht aus. Muss ich Mieter und Vermieter darüber bei Erstvermietung aufklären? Ich denke, nein, weil das ist etwas, was sich dann in 3 Jahren vielleicht ereignen wird. Ich vermittle jetzt ein Geschäft. Also über irgendwelche Eventualitäten in drei Jahren oder etwas später werde ich meine Dafürhalten nach nicht aufklären müssen, auch dann nicht, wenn für eine allfällige Verlängerung auch eine Ergänzungsprovision vereinbart wurde. Wenn ich konkret gefragt werde, dann werde ich es beauskunften müssen, das ist schon ganz klar, aber ich muss mir sicher nicht den Kopf der Vertragsparteien zerbrechen hinsichtlich irgendwelcher Dinge, die sich dann in 3 Jahren ereignen werden. Zum Energieausweisvorlagegesetz nach § 9 ist der Immobilienmakler bei Verstoß gegen § 3, das ist diese Verpflichtung auch in den Inseraten HWB und Gesamtenergieeffizienzfaktor anzugeben, entschuldigt, wenn er seinen Auftraggeber aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte bzw. zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung jedoch nicht nachgekommen ist. Und jetzt die konkrete Frage: Genügt es, wenn nach erfolgter Aufklärung und Aufforderung dem Makler vom Auftraggeber die Werte, also HWB und Gesamtenergieeffizienzfaktor, nur bekannt gegeben werden? Oder muss der Makler den Energieausweis tatsächlich erhalten? Darf der Makler auf in der Regel wohl schriftlich durchgegebene Werte vertrauen? Ja, der Makler darf darauf vertrauen. Das Energieausweisvorlagegesetz sieht nicht vor, dass der Makler den Energieausweis durchackern muss und auf Validität hin zu überprüfen hat. Das sehen Sie auch in § 9 des Energieausweisvorlagegesetzes ausdrücklich, denn es steht da drin, und der Makler hat den Abgeber aufzufordern, ihm entweder die Energiekennzahlen durchzugeben oder den Energieausweis zu übermitteln. Beides geht. Und wenn ich halt nur die Energiekennzahlen bekomme, dann werde ich die auch dem Inserat zugrunde legen dürfen. Anders wäre es nach allgemeinen haftungsrechtlichen Grundsätzen, die wir vor 5 Minuten besprochen haben, nur dann, wenn ich weiß, das stimmt ja gar nicht, was da drinnen steht. Ja? Also wenn irgendein Tipi-Zelt vermittelt wird und dann gibt es irgendeinen HWB, der einem Passivhaus entspricht, dann werde ich berechtigterweise daran zweifeln müssen. Aber wenn das glaubhafte Werte sind, dann wird der Makler das weitergeben dürfen. Wiederum, er darf nur nicht so tun, als sei das authentisch geprüft. Also die Angabe dieser Werte im Inserat ist völlig unproblematisch. Und wenn der Interessent mich als Makler fragt, was hat es mit dem Energieausweis, dann sagen sie einfach, das ist der Energieausweis, also ich habe mir nicht, aber das sind die Werte, die mir vom Eigentümer durchgegeben wurden. Und der Eigentümer ist ja dann sowieso verpflichtet, dir den Energieausweis vorzulegen bzw. auch auszuhändigen. Gut. Letzte Entscheidung, die jetzt noch offen ist, damit entschuldige ich mich schon dafür, dass wir ein bisschen überzogen haben, Verkauf eines Wohnungseigentumsobjekts, also eine Wohnung in einem knapp 70 Jahre alten Gebäude. Die Wohnung wurde als unsaniert beschrieben, das Gebäude als teilsaniert. Wohnung wird gekauft, Käufer stützt sich auf Gewährleistungen und sagt, die Elektrik ist nicht in Ordnung. Der oberste Gerichtshof sagt, na gut, wenn du aber in einem 70 Jahre alten Haus eine unsanierte Wohnung kaufst, dann wirst du nicht allzu viel erwarten dürfen. Also, dass die Elektroinstallationen nicht dem Stand der Technik entsprechen, wird wohl kein Gewährleistungsthema sein.
Das ist für mich klar und zweifelsfrei. Es geht aber nicht nur darum, dass die Elektroinstallationen nicht dem Stand der Technik entsprochen haben. Der Käufer hat sich auch darauf gestützt, dass sie keinen Personenschutz mehr bieten würden, dass sie also auch lebensgefährlich sind, um das Kind beim Namen zu nennen. Und da ist es schon nicht mehr ganz so klar, dass das keine Gewährleistungsfolgen auslöst, denn veräußert hat immerhin eine gemeinnützige Bauvereinigung. Und die gemeinnützige Bauvereinigung hat ja genauso wie der Vermieter in der Vollanwendung des MRG auch die Verpflichtung, erhebliche Gesundheitsgefährdungen zu beseitigen. Das heißt, als Käufer kann ich ja schon einmal davon ausgehen, dass die gemeinnützige Bauvereinigung ihren Erhaltungspflichten nach dem WGG nachgekommen ist. Ich kann zwar nicht erwarten, dass die Elektroinstallationen dem Stand der Technik entsprechen, aber dass sie zumindest gefahrfrei sind, das ist doch auf einer etwas anderen Ebene gelegen, hat aber den obersten Gerichtshof nicht überzeugt. Vielmehr hat die Entscheidung auch mitgeprägt, dass der Käufer in dieser Wohnung seinerzeit aufgewachsen ist, hat bis Ende der 70er Jahre dort gelebt und die letzten Jahrzehnte war dort seine Mutter Mieterin und die hat er auch regelmäßig besucht. Also das Kennen des Käufers über die wahren Gegebenheiten hat diese Entscheidung wohl auch mit beeinflusst, aber trotzdem, man wird gewährleistungsrechtlich vielleicht auch zweimal hinschauen müssen, ob es jetzt um den Stand der Technik geht, den werde ich im 70 Jahre alten Haus nicht voraussetzen dürfen, oder ob es die Freiheit von Gesundheitsgefährdungen betrifft, wo ich im MRG und im WGG zumindest einmal behaupten kann, ich darf doch darauf vertrauen, dass der Vermieter oder die vermietende Bauvereinigung ihre Hausaufgaben gemacht hat. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, es waren ein paar interessante Dinge für Sie dabei. Wir haben halt leider nur 3 Stunden Zeit gehabt. Sie werden lachen, wenn ich sage nur 3 Stunden, aber üblicherweise breite ich mich über Tagesseminare aus und daher bin ich es gar nicht so gewohnt, so im Staccato diese Entscheidungen präsentieren zu müssen. Also ich hoffe, es war nicht zu schnell und nicht zu unverständlich. Bedanke mich für Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Kommen Sie gut nach Hause. Applaus